Sound muted. This is the story.
Ja, einen wunderschönen Montag. Sonntagmorgen. Montag? Montagmorgen. Nee, warte. Doch, heute ist Montag, ne? Ich habe total die Zeit verloren, ja, jetzt wo Wochenende ist, jetzt wo Urlaub ist. Ein herzlich willkommen erstmal. Wir haben sogar einen Zuschauer, wie es sofort sagt. Aber ein Zuschauer ist besser als kein Zuschauer. Hallo, Uli und Tanja. Hi! Was macht ihr denn so früh? Ach du, Zufall. Ja, bei mir ist es auch Zufall heute, dass ich heute schon so früh hier bin. Weil ich schreibe hier schon, toll, ich muss zur Schule fahren, warum geht gerade jetzt ein Livestream? Kann ich dir sagen, May, ich musste heute schon vor 7 Uhr aufstehen, weil mein Auto auf dem Kindergartenparkplatz stand und ich da weg musste und ich vergessen habe, am Wochenende umzuparken. Und bevor ich eine Strafzettel bekomme, ich war total müde, ich wollte gar nicht aufstehen heute, ja, also ich hatte überhaupt keine Lust. Und wo ich dann umgeparkt habe, bin ich doch versehentlich über Mackes gefahren. Ist einfach so passiert? Ist einfach so passiert, deswegen habe ich mir jetzt noch 2 Mac-Muffins geholt, die sind aber mittlerweile schon entsorgt. Und dann dachte ich mir, okay, jetzt bin ich irgendwie hellwach und jetzt nochmal schlafen gehen, ist auch nicht gut für, für den Körper und so, ne? Und dann also dachte ich mir, die Uhr geguckt, hast gedacht, ach, die zwei bekloppten Weiber sind bestimmt auch da. Na, dann habe ich noch ein Bild gesehen von Uli, wie es mir in Snapchat geschickt hat von SSO, dann dachte ich mir, ach, wenn du jetzt schon wach bist. Oh Gott, ey, und ich dachte gerade, wie jetzt, er lockt sich ein, hä? Wie jetzt? Ach ja, ich weiß auch nicht. Automatisch guckt man im TS, und wo sitzt er? Nicht in der Lounge 1? Nein! Na, ich dachte, ich mache es einfach mal hier so alle Rennen, ne? Also. Ja, alle! War mein Ziel. Also, ich habe festgestellt, dass wir gerade noch Briefe gefunden haben. Vom Valentinstag. Ach, gibt noch mehrere Briefe. Es gibt Briefe, die fliegen überall in jedem Ort mal rum und dann kriegst du hier noch ein Item und da noch irgendwas und. Ja. Ja. Die sind auch nicht bei jedem gleich, die Briefe. Also, die liegen nicht alle an derselben Stelle. Nee. Bei mir lagen sie woanders als bei Tanja. Ja. Das ist ja lustig. Ja. Man hat ja öfter mal so den Schrift. Ah, du leckst. Da ist ein Brief. Du leckst ein bisschen, genau. Ich? Aber ich starte parallel nochmal den Stream bei Facebook. Eigentlich wollte ich bei Facebook jetzt gar nicht streamen, aber da wir eh keine Zuschauer haben, haben wir vielleicht bei Facebook noch welche, wenn ich da jetzt auch noch live gehe. Okay. Ich weiß gar nicht, warum ich keine Zuschauer um diese Uhrzeit habe. Ja, das ist morgens 7 Uhr. Das ist kurz bevor. Okay, mehr geht jetzt gerade zur Schule. Viel Spaß übrigens. Genau, viel Spaß. Und ja, und die ganzen anderen Leute, ich weiß gar nicht, was da heute los ist. Ne? Also, das ist doch eigentlich noch vor der Schulzeit, oder? Die beginnt doch meistens erst um 7:30 oder um 8. Ja, obwohl, also, man muss da noch irgendwie hinkommen, ne? Ja, aber eigentlich könnten die sitzen doch eh alle im Bus und Bahn, da könnten sie ja eigentlich unterwegs gucken. Da hast du recht, genau. Bei YouTube sehr viel Datenvolumen frisst. Wie das bei Facebook aussieht, weiß ich nicht. Genauso. bei Twitch wird es genauso sein. Aber ihr könnt ja in einer niedrigen Qualität schauen. Ne, das ist ja. Habt ihr schon alle Rennen gemacht? Wahrscheinlich seid ihr schon durch, oder? Vorland haben also wir gemacht und Hinter haben wir gemacht. Genau. Ach, da ist ja noch einiges übrig. Habt ihr heute irgendwas vor? Bis eben saß ich hier noch, boah, ich könnte so einschlafen und Tanja auch, ja, nee, alles machen wir, also unsere Morgensrunde, ja, nee, alles davon machen wir auch nicht. Und bis sich dann eine Leonie Feinland eingeloggt hat und da waren wir hellwach. Achso, naja, ihr müsst ja nicht, jetzt natürlich nicht durchziehen, ne? Ich habe ja meine ganzen Zuschauer. Hi, May. Du leckst irgendwie immer noch. Warum? Ich weiß auch nicht. So, und ein Hallo und herzlich willkommen ist auch die ganzen, auch die, für die ganzen, ich kann nicht mehr reden um die Uhrzeit. Hallo und herzlich willkommen ist auch bei Facebook. Eigentlich wollte ich jetzt hier gar nicht live gehen, aber jetzt dachte ich mir, okay, euch hole ich jetzt auch noch mit ins Boot. So. Ja, also ich muss jetzt erstmal das nachholen, was ihr schon gemacht habt, ne? Und da fange ich doch jetzt einfach mal schon mal an. Ja, das geht ja ganz schnell, ne? Ich bin ja eine Minute durch. Ich bin ja hier. Ne? Profi, voll Profi. Ich hab's sogar geschafft, über die Blumendinger sowas zu springen. Ja, ich gerade auch. So.
Ich kann ja mal in der Zeit. Schaff mich. In der Blut. Ja, sich genauso, Tanja. Ich hab euch auch lieb. Das kam wieder an. Das weißt du, ja, das Wichtigste ich kommt an. Lästern kommt an, ist klar. Oh. Ach, Lästern kommt an, meinst du? Ja. Ich hab euch liebes Lästern? Nein, das davor. Das kam ja nicht an, das passt also. Ja. So. Ah, Mann. Hallo, warst du das gerade? Oh, hi. Ich hab mir gerade gedacht, wenn du jetzt die Ränder machst, dann guck ich nochmal, ob ich diesen einen Brief finde, da in der Gegend, wo Tanja eben einen gefunden hat. Ja. Normalerweise müsste der Schriftzug ja nochmal kommen. Let's chat Tanja, mhm. Okay, hier ist aber nichts mehr. Hat der wirklich bei mir da hinten gelegen? Hab nur ich bei Facebook kein Bild, aber wir, Zuschauer haben wir auf jeden Fall, aber ich sehe kein Bild. Ich hatte nur einen schwarzen Ladebildschirm. Moment, ich guck gleich. Wäre super. Aber ich habe 3 Zuschauer, wenn ihr... 3 Zuschauer, ich habe sonst 100. Hab ich denn jetzt Facebook? Obwohl, nicht bei SSO. Bei SSO habe ich eigentlich nie Zuschauer. Oh, ich habe Jahrestag nicht dran. Jahrestag? Ja. Ein Jahr Facebook. Du bist erst ein Jahr bei Facebook? Nein, mit Franzi, ja, da mit Franzi befreundet. Ach so, okay. Aber ich denke, mittlerweile hat man eigentlich fast jeden Tag irgendwo einen Jahrestag, oder? Ja, ja. Oh, wir haben einen Zuschauer mehr. Hallo, dritter Zuschauer, wie geht's dir? Kannst du nicht schlafen? Oh, ich kann auch nicht durch... Ey, da ist die Lücke schon so groß, ja? Und dann sprinte ich trotzdem außerhalb der Pfeile durch. Tanja, du bist so still. Sorry. Ach so. Sorry, okay. Hast du noch Besuch? Irgendeine Person, die zufällig gerade dein irgendein Spiel runterladen will? Nein, mein Sohn ist nicht da und Andi ist auch nicht. Aber warum leckst du dann? Weiß ich nicht. Facebook läuft. Läuft, ja? Oh, das schaut sogar jemand zu. Danny, hi! Du um diese Uhrzeit wach? Ah, ich glaube, auch mehr als auf 2 Zuschauer kommt man heute nicht. Außer wir machen jetzt so einen 24-Stunden-Stream. Dann könnte es passieren, dass so zum Nachmittag. Ja, nee, Olli, ich hab Marathon hinter mir. Frag mal Tanja, wie ich gestern ins Bett gegangen bin. Tanja, ich frage dich, wie ging Olli gestern ins Bett? Wie? Wie oder was? Na, wie? Sie hat gefragt, wie ich gestern. Was? Ach so. Das war's, Kaman übrigens. Ich hab euch auch lieb. Also wir verarschen dich jetzt auch nicht, ne? Wenn du es dir anhören möchtest, ne? Schau im Stream. Ich bin immer schneller. Oh, jetzt habe ich auch Bild. Nee, bei mir ist es immer noch. Huhu, ich muss leider gleich zur Arbeit, sonst würde ich mitmachen. Warum ist dir alles zur Arbeit? Heute ist Montag. Jetzt habe ich auch Bild. Jetzt habe ich Bild. So. Nein, so nach 31 Stunden wach sein, bin ich dann bei Tanja mal so sehr tot wie lebendig ins Bett. Okay. Und wie war's so? Ja, lustig, wie immer. Ihr habt ganz viel mitgegessen. Voll lustig. Voll? Ja. Mettig war's und lustig war's. Ja. Ach ja, das ist doch schön. Ja. Oh, aber klar, sich wohl schreibt morgen Dani. War es einer von euch? Nein.
Wenn es mich keiner von euch war, dann war es Franzi. Und wenn es Franzi war, warum ist Franzi nicht im TS? Das war Tanja. Ach, Tanja hat. Ach so. Das wird mir leider nicht angezeigt, wer es ist. Olli? Ja. Kann das sein, dass die rote Berliner Luft anders schmeckt als die klare? Na, ich finde da kaum Unterschied raus. Weil ich fand, das schmeckte mehr so nach dieser Überzug von den Schokolinsen. Oder so Mentos halt. Und nicht so nach Mundwasser. Was ist das denn da? Ja, also ich finde da nicht so großartig einen Unterschied. Das Einzige, wo ich wirklich einen großen Unterschied finde, ist halt wirklich dann halt am Ende die Schoko-Variante. Die ist nämlich komplett anders, finde ich. Okay. Aber sag mal, das Glitzerzeug da, ist das eigentlich gesund? Ich weiß nicht. So, ich bin mal ein Fort Pizza. Okay. Also ich reite gerade wieder den geilsten Weg dorthin, stelle ich gerade fest. Ach Olli, du sollst doch nicht ohne uns loslaufen. Das Shadowhunter, hi, guten Morgen. Olli alleine unterwegs, das gibt doch nichts. Ich bin mal gespannt, wie lange mein Kreislauf durchhält, wa? Ich muss jetzt gleich irgendwo rechts abbiegen, dass ich noch Richtung Fort Pinter komme, also bin ich gleich bei Steve. Obwohl. Oh Mann. Ich bekomme das noch hin. Nee, weil normalerweise, wenn ich zu schnell aufstehe, ja, und dann zu schnell gleich in die Schuhe reinspringe, raus bin und weiß ich was alles, und dann auch noch zusätzlich was esse am frühen Morgen, dann könnte es auf meinen Kreislauf gehen. Ja, Essen ist doch gut für Kreislauf. Ja, aber nicht, weil man noch nicht wach ist, also bei mir zumindest. Ja, ich glaube, ich bin jetzt langsam wieder auf der richtigen Richtung. Aber ich bin schon in Fort Pinter, wo bist ja, du? Ja, ich bin über Steve geritten Richtung Fort Pinter. Ich bin jetzt auf dem Weg. Also ich weiß noch nicht, bei Steve, ne? Ich bin vorher noch abgewogen. Warum reitest du nicht gleich über Dumbul? Wäre eine Idee. Ja. Ja, warte, ich bin gar nicht mehr weit weg, was? Oh, du leckst nicht mehr, Tanja. HGW. Was? Ja, okay. Bei Tanja ist ja auch bis ein Rechner weniger. Und das sieht so leer aus. Komischerweise bin ich wieder in Morland gelandet. Aber ich komme. Ich bin auf dem Weg. Soll ich dir den Weg zeigen, ja? Nein, als ob ich mich nicht auskenne Richtung Fort Pinter. Hallo? Ich spiele das Spiel mittlerweile fast 2 Jahre, ja? Da kennt man sich irgendwann aus. Ja, irgendwann, genau. Ja. Übrigens hatte mich Uli draufgestoßen gehabt auf die Geschichte mit dem Autokennzeichen. Das ist ja da, wo Olli herkommt. Ja, ja, OHV. Okay. Oberhavel, genau. Der steht bei mir genau gegenüber. Immer noch, ja? Ja, immer noch. Ich saß im Auto, ich wollte gerade wegfahren, sehe das Kennzeichen, ich nochmal Fenster runter, ist so, sag mal, guck mal, Tanja. Ja, da stand da auch irgendwie so verboten, sah so aus, ne? Nee, das ist eine Einfahrt, aber die ist recht weit, also. Ah, okay. Da passen sogar 2 Feuerwehrautos nebeneinander durch, wenn du es so willst. Die ist wirklich breit. Ja, und ich muss auch, guck mal, haben wir Olli hier irgendwo? Ja. So, ich bin jetzt in Fort Pinter angekommen, mit etwas Verzögerung. Oh. Seh dich nicht, ich bin gerade auf der Brücke, und du? Ich bin bei Lena und bei Uli. Ja. Hab ich dich verpasst? Fort Pinter hat das drin, habt ihr auch schon gemacht, ne? Dann starte ich mal. Ja. Hau mal raus. Aber, ich habe auch, glaube ich, nicht gerade die beste Spielauswahl getroffen, ne? Also Star Stable, die ganzen Kittys sind jetzt gerade in der Schule. Außer 2 Bundesländer in Österreich, aber die pennen noch, wenn Ferien sind. Ja. Aber dafür hast du 2 Frauen zum Vater dann gebracht. Ach, hallo. Ja, ja, eben. Na? Echt, das war ja ein Anfang. Ah, ja. Also, da hast du auch wieder recht. Also. Hä? Oh, das hätte ich auch nur mit SSO geschafft, wahrscheinlich. Mhm. Ja. Bei ETS hätte ich jetzt auch, nee.
Nee, da hätte ich jetzt auch nicht so den Nerv drauf. Warum nicht? Immerhin habe ich jetzt keinen Finn neben mir, der sagt, komm, ich pack dir die Kiste eben ein. Ach so, ja gut, das ist dann natürlich schon sehr kritisch, ne, wenn man da... Mhm. Aber ich bin jetzt auch mal SSO mit Lenkrad gefahren. SSO? ETS meinst du, Schnucki? Ja, Entschuldigung. Aber SSO geht auch mit Lenkrad, theoretisch. Nein, geht es nicht. Aldi, weil SSO die Einstellung nicht anbietet, dass du es mit WASD bzw. Pfeiltasten oder Lenkrad machst. Hat er keine automatische Konfiguration? Nein. Damit Controller kann man ja auch spielen. Nein, ich war schon mal so schlau. Ich habe das Ach mal so. Ausprobiert. Okay, ja. Schade. Ja, Andi hatte ja damals auch auf dem PC SSO oder hat er immer noch, weiß ich nicht. Weil wenn Alina da war, dann haben wir das ja auch so und so, ne? Und dann habe ich irgendwann mal gesagt, ich versuche das jetzt mal. Ging nicht. Schade. No way. Aber macht ja eigentlich Sinn, ne? SSO mit Lenkrad. Ja, ich kam ja eben so auf den Trichter. Kann man eigentlich auch SSO mit Lenkrad spielen? Und automatisch sind wir hier durch die Gegend geritten und haben... miep, miep. Ach ja. Übrigens, ich mache jeden Tag hier meine Stallaufgaben, ne? Mein Pferd ist... Echt? Perfekt. Hallo. Okay. Reitest du hier auf dem Pony oder auf was ist das für ein komisches Pferdchen? Meinst du meins oder das von Uli? Ulis Pferd ist so klein. Sie ist ein Isländer. Sieht doch ziemlich klein aus. Ja, aber so. Ich mag den. Oh, hier ist ein Briefkasten, ich habe hier noch Post. Und vor allem okay. Der Uli, der kann was, was du nicht kannst. Ich kann auch mit dem Schwanz wedeln, wenn ich will. Was dann? Na was? Ne, wir sind doch von den Zuschauerzahlen her. Ach, jetzt kommt das Tölt. Ja, ich weiß nicht was. Uli ist töltig. Das kann ich auch. Warte mal, das war doch mit. Ja, aber nicht mit dem Pferd. Doch, das kann mein Pferd auch. Warte. Ach so. Nee, kannst nicht. Gut, ab nach. Steve. Und. Bra! Ja, Uli! Lass mich raten, er ist in den Hänger gerutscht. Nein, der ist da übers Treppengeländer gesprungen. Auf den Baum rauf, aber hat geklappt. Strand runter. Über das Treppengeländer. Ah, alles klar. Ich dachte, wer bremst, verliert. So, wer schaut denn bei Facebook eigentlich zu? Alina Thiesmann, moin. Um die Zeit schon, das ist so, ihr seid verrückt. Aber wir haben gerade über dich gelästert übrigens. Moin, Töchterchen. Hallöchen. So, wer schaut denn noch zu? Achso, Dani, hatten wir schon gelesen. Also, wenn du Langeweile hast... Oh, Alina ist sogar Top-Fan. Ich wusste... Oh, Andi schaut zu. Hi, Andi. Hallo, Andi. Andi schaut zu. Ja, musst du nicht arbeiten, Andi? Ist dein Urlaub nicht vorbei? Ja. Ach, der Schienenhamster, Andi. Ach so, der. User joined your channel. Hallo, Leute. Hallo, Leute. Hallo, Leute. Ey, das ist er wirklich. Herrlich. Hab ich das vermisst. Was machst du denn schon morgens? Hast du schon auf die Uhr geguckt? Frühstücken. Ach so. Frühstücken? Ist das auch spielen? Ich guck euch mal zu hier, wie ihr hier die... Ja, heute geritten, morgen mit Fritten, schon klar. Ja. Aber Andi, man hört, dass du gerade das wach geworden bist, kann es sein? Ich bin schon seit 10 Minuten wach, ja. Ach so, ja gut. Ja, so klinge ich auch nach 10 Minuten, das ist allerdings absolut richtig. Ach ja. 3-2. Hier müssen wir noch auf Olli warten. Ja, ich sehe schon hier. Du siehst schon die Moorlandstelle, ne? Oh, da kann man sogar eine Quest annehmen, sehe ich gerade eine gelbe. Okay. Aber die nehme ich ja noch nicht an. Ich reite erstmal herum. Wo reiten Sie denn hin? Ja, der ist einmal an uns vorbeigeritten. Wenn Sie sich nur nicht verreiten, Verritten, ja. Mit Fritten verritten. Mit Fritten was? Verritten. Ich bin jetzt genau falsch rum. Ich hätte den anderen. Ja, du bist sollen. Ja einfach nur vorbeigelaufen. Ja. Ich wollte mal das Championat nochmal anschauen, ob es noch heil ist, aber es sieht doch ganz gut aus. Ja, wart ab, wenn ich da einmal durch hier raus bin. Ja. Ach, Alina, was hältst du von meinem kleinen Pony? Ach, Alina hat auch gerade zurückgeschrieben. Was Alina, seit wann bist du Top-Fan? Gelästert? Ach was, hoffentlich nur Schlechtes. Na, wenn nur Schlechtes. Nein, Quatsch. Warum drücke ich jetzt gerade auf Y? Ich wollte es gerade blinken. Ü meinte ich, nicht Y. So. Y? Mit Ü? Genau. So, 3, 2, 1, mein. So. Alina, komm noch in den TS. Und so. Es müsste der Spruch kommen, ich warte doch die ganze Zeit schon, warte drauf.
Das wäre jetzt weinlich. Nach dem Rennen gucke ich. Hat Alina frei? Notgedrungen, glaub ich, ja. Ach, sie ist ja krank, glaube ich. Mhm. Da habe ich was gelesen in der Presse. Nicht in der Presse, in der Presse, Facebook. Genau, in der Pressemitteilung, genau. Alina krank. Das war ihr Pressesprecher, Mann, der das veröffentlicht hat. Und der heißt bestimmt Jens. Ah, ja. Oh, boy. Ihnen wird zur Last gelegt, sie haben an dem Ast gesägt. Kenne ich irgendwoher. Könnte der Otto sein. Glaube ich. Ja, ich hat den Bast erlegt. Gar nicht. Was hat den Bast erlegt? Ich glaube, Tanja cheatet auch ein bisschen. Ich cheate gar nicht, ich kürze nur. Also ich muss jetzt demnächst eh mal ein bisschen shoppen gehen. Ja, und mir eine Ausrüstung suchen, die eigentlich so jedes Pferd ganz gut passt, ja, und was die höchsten Stats überhaupt hat, dass ich auch mal hier die Chance haben habe, was zu gewinnen. Ne? Hallo. Ach, du machst das Rennen schon das zweite Mal, ne? Weil ich so lange brauche. Nein, ich mach's nicht das zweite Mal. Ich hatte gerade einen Brief gesehen. Ja, aber wo ist der? Ach, du hast einen Brief? Weiß ich nicht mehr. Ich habe noch keinen einzigen Brief gesehen. Wo sind die denn normalerweise? Überall verteilt rum. Da oben fliegt was, da oben fliegt was, da oben fliegt was. Das sind Vögel. Ach, ich wollte mal ganz kurz was kicken. Ach, dann kann ich auch kurz hier die Quest machen, wa? Hier in Südkuchen. Nee, Alina ist nicht in der Warte. Dingens. Alina! Alina hat geschrieben, ja, schreibt sie. Was, ja? Dass sie krank ist, wahrscheinlich, weil sie weint. Das du noch. Ja, komm noch in den TS. Kann ja auch ich, ja heißen. Ich hoffe, dass das sind nicht die. Da würde sie aber nicht weinen. Obwohl weinen vor Freude wahrscheinlich, dass sie nicht ins TS kommen. Die Männergrippe hat sie schon mal nicht, das ist gut. Achso, ich habe die Quest angenommen, aber ich muss sie da auch wieder abgeben. Ich wollte schon automatisch Briefe suchen. Ist es wieder die Suchquest bei Derek? Nee, stürmisch nee, auch. Ja, nicht. Ah! Nee, ich habe jetzt erst die Quest angenommen, dass ich Briefe finden kann, sehe ich gerade. Lol. Also doch bei Derek. Ja, ich habe da jetzt. Aber die Briefe sind halt jetzt wahrscheinlich überall verteilt, laut der Quest, glaube ich. Ja, dann hast du jetzt erstmal die Silverglade, also Inside-Gedöns da. Die habe ich ja schon gemacht. Die habe ich schon gemacht. So, okay. Nee, das ist einfach nur die Quest, dass ich jetzt überhaupt die Briefe finde. Weil die, das hieß jetzt stürmische Post. Ja. Aber in Silverglade ist nichts, also fliegen ab jetzt wahrscheinlich erst die Briefe bei mir irgendwo rum. Das mag sein. Gut, dann gehe ich jetzt mal hier hoch zu Dings, ne? Zur Windmühle. Am Schloss oder so muss, glaube ich, auch was sein. Das wird mir mal angezeigt, aber. Oh, ja, ja. Wir haben wieder einen dritten Zuschauer bei YouTube. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du reinschaust, wer auch immer du bist. Genau. Nein, ich habe mich festgesetzt, Mann. Übrigens, wir sind auch bei Twitch, ja? Nur so zur Info. Wenn ihr Lust und Laune habt, dürft ihr auch bei Twitch rein twitchen und ein Twitch Prime Abo da lassen, falls ihr Amazon Prime habt. Ich habe jetzt vor kurzem erst erfahren, dass man Amazon Prime auch verschenken kann, beziehungsweise auch Freunden kostenfrei anbieten kann. Das wusste ich vorher gar nicht. Ne? Das hat mir Franzi erzählt. Okay. Wenn ich habe jetzt zum Beispiel Amazon Prime. Und ich kann eine gewisse Anzahl an Leuten auch Amazon Prime geben, kostenfrei über meinen Account, dass die Amazon Prime mit nutzen können. Okay. Also so wie Netflix, ne? Dass mehrere Leute gucken können. 3, 2, 1. Wo seid ihr überhaupt? Wo bist denn du? Ich hab doch gesagt Windmühle. Ich hab einen Brief. Ich hab keinen Brief, aber ich bin auch nicht bei der Windmühle, ich bin gerade am Schloss. Ja, mach mal 3, 2, 1. Ich komme gleich mal dazu. So. Ja, dann kann ich in der Zeit, wo du dann das Rennen machst, kann ich was zum Schluss gehen und gucken, ob ich da was finde. Okay. Oh, mein Wecker klingelt. Olli, aufstehen! Ja, ich wollte eigentlich jetzt spätestens aufstehen, weil ich dachte, ich kann ja noch ein paar Minuten anhalten. Ich hab auch einen Brief. Handy am Steuer, auch wenn es nur ein Pferd ist, scheißegal. Der erste Brief. Geht schief. Handy am Zügel verboten! Was? Was? Ist jetzt die große Frage, ist es wirklich verboten? Keine Ahnung, nein, glaube ich nicht. Weil du tötest ja mit einem Verkehrsmittel, auch wenn es nur ein Pferd ist, in dem Sinne, hat ja auch ein PS, tust dir ja am Straßenverkehr teilnehmen. Ist ja auch ein PS. Hallo Süße. Eine
es kommt darauf an. Ich muss nicht unbedingt, weil ich ein Pferd habe, zwangsläufig im Straßenverkehr sein. Also, ich war früher Feld-, Wald- und Wiesenhopser. Also von daher... Ja, okay, da ist es ja dann was anderes, ne? Aber sofern du jetzt auf öffentlichen Straßen unterwegs bist... Eben. Alexa müsste auch gleich klingeln. Ich glaube, um 7.30 Uhr will sie mich wecken. Oh, was ist das? Mein Pferd macht gerade, was es will. Was war das eben? Irgendwas mit einer Ausstellung, Madame? Sehr zufrieden? Angestellt. Ausstellung angestellt? Ich bin für meine Anstellung bei Ihnen so dankbar, Madame. Ach so, Anstellung war das. Ihnen zu dürfen ist eine Ehre und ich hoffe, dass mir diese Ehre noch viele Jahre gewährt wird. Das wäre jetzt gelogen. Ja. Das klingt nach Shopping Center irgendwie. Oder Baro. Hat die Baro nicht einen Butler oder sowas? Die Baro hat einen Butler. Soll ich mal eben nach Baro gucken und du guckst mal eben nach Windmühlenrennen und ich komme dann dahin oder irgendwie so? Oder wollen wir beide nach Baro? Falls ihr die Rennen machen wollt, ihr müsstet die Rennen nicht machen in dem Sinne, ne? Ja, das weiß ich. Aber wir gucken mal. Hey, wake up. Weißt du, ich habe jetzt einen Bunny auf Level 5. Ich will ja nichts sagen, ihr habt irgendeinen Fehler gemacht, weil ich wurde angestupst und ziehe jetzt mal Alina, ne? Alina! Darf ich rein trotzdem... Oh, moin! Da wird man ja ganz krank, wenn man nicht hört. Die hat ja eine Stimme, als hat sie 70 Jahre Koks gezählt. Oha! Ja. Ich bin auch irgendwie noch nicht so richtig wieder... Aber behalt deine Bazillen bitte bei dir, ja? Ich geb mir Mühe. So, an den Arbeitgeber von Alina, sie ist wirklich krank. Oh ja, sie spricht sogar durch die Nase. Das kann auch nicht jeder. Ja, und am Ende bin ich nachher wieder krank. Ja. Das kenne ich ja schon von Andi. Bau ist übrigens richtig. Echt? Alleine das Hören davon, ja? Was? Dein Gefühl sagt dir, dass es einen Valentinsbrief in der Nähe gibt. Aha. Aha. Hier sucht doch gerade eine andere. Bist du jetzt noch beim Schloss, oder? Ich bin jetzt beim Schloss. Da bin ich gerade okay. Bist du noch? Ich bin gerade erst angekommen nach meinem langen Ritt, ja? Ja, Schulalung. hast ja recht. Dann mache ich jetzt das Windmühlenrennen noch. Was ist das denn? War es im Schloss direkt oder am Schloss? Bei mir war es auch unten am Schloss, also nicht auf dem Schlossgelände oben. Ach so, gut, dann muss ich mal runter zusammen jumpen. Bei mir war es in der Nähe vom Schlossbalkon. Ja. Du verlässt das Gebiet, in dem ein Wein. Hier, bis mein SSO aktualisiert wurde. Ach du je. Länger nicht gespielt. Ich weiß gar nicht, wo ihr rumrennt. Richtung Will und Silver und irgendwie so. Und da. Ich habe auch kein Gefühl, wie die Briefe aussehen, ne? Wahrscheinlich so wie ein Silverglade. Liegendes Papier mit gelben Ausrufezeichen. Ah, ich verlasse wieder das Gebiet von Weinzügen. Aha. Ich finde den. Okay. Ganz bestimmt. Wir glauben an dich. Kannst auch mal ins Schloss reingehen, vielleicht ist es sogar bei dir im Schloss drin. Kann ja, ich auch guck, sein. Ich guck erstmal auf der anderen Seite. Bist du jetzt schon am Rennen, Tanja? Ich bin am Rennen, ja. Ich habe das jetzt einfach mal gestartet, weil jetzt irgendwie gerade alles verkorkst ist. Was genau macht ihr da eigentlich? Valentinsbriefe? Also, Uli und... Valentinsbriefe, alles querbeet. Uli und ich machen jeden Morgen um diese Zeit eigentlich so unsere kleine SSO-Runde. Ja, ich mache um die Uhrzeit wieder Feierabend. Um diese Uhrzeit haben wir uns schon längst wieder ausgelockt. So war auch heute der Plan, bis wir dann auf einmal gesehen haben, dass Leonie sich eingeloggt hat. Oh, Leonie? Achso, ich... Die Leonie, oder der Leonie. Hallo, der Leonie hat sich eingeloggt, genau. Und automatisch haben wir gesagt, ey, komm, jetzt gucken wir mal in TS. Und wo ist Olli im TS? Im Livestream-Channel. Also machen wir den Browser auf und gucken, tatsächlich, der macht SSO. Alleine. Ja, nicht indirekt alleine. Der wusste ja, dass wir online sind. Ja, auch wenn sie jetzt nicht gekommen wären, ne? Ich habe so viele Zuschauer. Ja. ich finde den Brief, bin ich bei mir. Ich gehe jetzt mal wirklich in das Schlossteil rein. Aktualisiert ja. 12%. Das dauert noch eine Weile, bis ich dazu komme.
Kein Problem, wir machen. Wir haben ja geplant bis 13 Uhr, also von daher. Bis 13 Uhr? Leider. Ja, dann plan du mal bis 13 Uhr. Hab ich kein Problem mit. Was soll das denn jetzt schon wieder heißen? Das heißt nur, dass ich damit kein Problem habe, bis 13 Uhr, wenn du streamst. Mitzumachen. Das heißt für mich. Das ist was anderes. Ja, das heißt für mich 23 Stunden auf dem Buckel. Ja. Stimmt, du bist. Wann bist du aufgestanden? Ich bin irgendwann um 12. 12 warum? Okay. Ja, du warst ja schon. Aber da warst du ja auch 28 bis 30 Stunden auf die Beine. 31. Oder so. Ja, das kann ich mir mal bitte gar nicht vorstellen. Ich penne den ganzen Tag. Ja, Uli war ja jetzt über Nacht hier und André. Ach so. Ja. Ja, die sind dann gestern frühen Abend nach Hause. Oder spät Nachmittag. Kannst du ja sehen. Von wegen nach Hause. Ich bin dann abends um 11 nochmal wach gewesen irgendwie und hab dann Uli nochmal eine WhatsApp geschickt. Seid ihr noch nicht angekommen? Nee, wir kleben noch in Osnabrück. Freunde was? Besuchen. What? Alles klar. Irgendwie die Zeit rumkriegen bis zum Zeitung machen und so. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was mir da durch den Kopf ging, aber passt. Oh Mann. Also im Schloss ist auf jeden Fall irgendwas verbuggt. Ja, was? Ist da irgendwo. Aber ich gehe hier wieder raus, also. Oh. Etwa bin ich schon mehrmals dran vorbeigefahren. Gefahren. Miep, miep. Ja. Ich weiß ja nicht, wie es bei dir ist, aber mein Auto hat 4 Räder und nicht 4 Hufe. Kommt doch das gleiche hinaus. Wir hatten jetzt. Wir machen das noch ein drittes Mal heute, Uli. Wir hatten eben das Thema SSO mit Lenkrad spielen. Ach was. Hacklücke. Ich kam auf die Idee. Oh ja. Weil ich hab bei deinem Bruder das erste Mal mit Lenkrad ETS gespielt und eben kann es auf die Tricht, da kann man SSO eigentlich auch mit Lenkrad spielen. So, ich verlasse jetzt wieder das Gebiet. Uli? Ja. Ich würde dich jetzt zu gerne mal auf dem echten Pferd mit Lenkrad sehen. Auf dem echten Pferd. Also auf dem echten Pferd? Also gut, deine Mama hat mal ein Foto gesehen, wo ich auf dem Pferd sitze. Da war sie auch von, oh, das ist das erste Mal, dass ich dich auf dem Pferd sehe. Ja. Aber mit Lenkrad? Nee. Ja. Aber Finn hat doch... Zu schalten. Finn hat doch ein Lenkrad von einem richtigen Wagen. Vielleicht einfach auf den Sattel setzen, das Lenkrad um... und dann und der denkt, what? Ich hab einen Brief gefunden. Nein. Hinterm echt? Schloss. Ja, sag ich doch. Sagen wir doch die ganze Zeit. Entweder unten am Sockel oder oben. Aber es ist hinterm. Hinterm? Ja, also ich bin jetzt komplett einmal rumgeritten auf einer Wiese hinterm Schloss. Also das Schloss hat einen Hinterm, okay? Ja. Das heißt nicht umsonst am Hintern vom Schloss. Oh, Schiene. Was? Da, wo die ganzen Arschgeigen wohnen. Die Po-Violinen. Bitte etwas gepflegter ausdrücken. Ja, sorry. Ja. Natürlich. Die Popo-Bratze, ja. Genau. Mein Papa hat immer Popo-Bratze gesagt. Die Popo-Bratze. Und ich springe hier rauf. Und es ging schief. Ich springe nochmal rauf. Das funktioniert nicht. Und ob das klappt, ich zeig dir, wie das geht. Guck mal, so. Tata, ich bin drauf. Nicht. Hat geklappt. Nicht. Doch. Schaut im Stream. Das hat gerade funktioniert. Man darf bloß nicht springen. Man muss einfach nur rüberreiten. Auf dem Balkonien. Wo du gerade bist. Ach, auf Balkonien bist du. Ja, aber ich bin von der Wiese aufs Balkonien geritten. Mhm. So. So, jetzt würde ich vorschlagen. Ich hab's gesehen. Du hast es gesehen, siehst du? Zumindest eine Person, die zuschaut, wie ich es mache. Also, ist ein bisschen falsch. Ich hab keine Wahl. Das will ich jetzt nicht sehen. Merkel, Westerwelle, vorbereitet. WTF. Ich glaube, wir haben alle Rennen durch, wa? Was haben wir? Was fehlt jetzt noch? Weingarten? Marley. Ich gehe jetzt nach Marley. Ach scheiße, nach Marley kommt hier dann schon das komische... Wo muss ich lang? Häschenrennen. Jetzt sehe ich endlich mal dein Pony, Mama. Was ist das für ein Vieh? Ist der süß oder ist der hübsch? Der sieht gut aus. Ja, finde ich auch. Ich kann die Rasse nicht so wirklich aussprechen. Ein okay. Kaltblut. Ah, okay. Ein Chihuahua. Okay. Kyle, Dale. Nein, wie heißen die? Salle, Dalle.
Ach so. Genau. Ja. Ich weiß aber, was du meinst. Ich wollte auch den gescheckten haben, ich wollte aber auch den roten haben und Uli hatte sich den gescheckten geholt, also habe ich gedacht, gut, nimmst du dir mal den roten. 1. Was? Nee, ihr seid noch nicht da, ich warte noch. Alina, Sleepy Storm. Blöd. Jetzt habe ich auf Start gedrückt. Ja, dann drück ich auch auf Start. Och, ich bin sogar ja, in der Nähe. Wir sind beim Barre, ja? Ja, ich bin beim Barrel-Rennen. Du fängst immer von unten an, ist mir aufgefallen, ne? Ja, ich fange immer von unten an. Ich schweige jetzt dazu. Ich muss mal kurz meine Senseo überfallen, wenn ich hier die Rennen gemacht habe. Überfällst du noch für dich nicht? Mach ich. Ich hätte beim Mc's auch einen Kaffee noch mitnehmen sollen. Nein. Ey, das war auch so ein Scheiß, ne? Da nicht trinken. Ich hätte noch gesagt, ich park bloß um und das reicht, ne? Aber nein. Ich komme zum Auto, scheint gefroren, weißt du? Dann okay. Erstmal Scheiben ein bisschen gekratzt und so weiter und da war auch noch von Ende alles beschlagen. Es hatte schon alleine 5 Minuten gedauert, bis ich losfahren konnte. Nur um dann eigentlich offiziell mein Auto umzuparken. Und in der Zeit war ich dann wach, nur dann dachte ich ja, okay, wenn ich jetzt schon mein Auto freigeschaufelt habe, kann ich auch zu Mc's. Das macht Sinn. Aber McCafé, ne? Nee, ich habe 2 McMuffins mitgeholt, ne? Die 1 Euro etwas Dinger. Ja, aber du sagtest, du hast dir auch einen Kaffee geholt. Nee, wollte ich eigentlich theoretisch, aber habe ich nicht gemacht. Das bereue ich jetzt. Vernünftig. Das brauchst der du Kaffee bei Mc's, den. Nee, da bist du wach, ja, aber nur weil. Oh, ich habe mein maximales Limit an Schilling erreicht. Also der Kaffee bei McDonald's direkt, nee. Im McCafé ist lecker. Das weiß ich nicht, habe ich noch nicht getrunken. Ist das wirklich ein anderer Kaffee? Keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall. Also ich habe beide getrunken. Ich muss sagen, ich habe einen Unterschied gemerkt. Okay. Habt ihr schon mal die weiße Schokolade dort getrunken? Die ist auch total lecker, aber die ist sowas von süß her, dass es, wenn man zu viel davon trinkt, wird es schon wieder widerlich. Ja. Oh ja. Also, ach, Mama mal nach weißer Schokolade. Ich finde, Alina klingt so langsam wieder gesund, ne? Ihre Stimme kommt so langsam. Ist das so? Ja, wir machen dich richtig fit. Ich muss mich öfter mit euch unterhalten. So, ich mache mir mal kurz einen Kaffee. Ich bin gleich wieder da. Aber du müsstest du eventuell morgen wieder zur Arbeit. Das muss ich auch so. Ich bin nur noch heute krank geschrieben. Ja, das kannst du ja ändern. Oh, wir haben noch 6 Zuschauer bei Facebook. Das wundert mich so ein bisschen. Ich glaube, eine Person davon ist Alina und eine davon Andi. Aber ich kann den Stream mal teilen. Achso. Eine Runde SSO. Mama? Ich glaube, sie ist gerade Häufchen machen. Nee, was wollte sie? Kaffee machen. Ja. Häufchen machen. Also es war auch ein Kaffeemaschinenhäufchen. So, 5 Zuschauer haben wir. Mal gucken, ob wir jetzt ein paar mehr draus schlagen können. 6! Wir haben 6 Zuschauer. Wow. Wären es 7, werden wir die 7 erreichen. Es wird spannend. Wow. 7 Zuschauer. Hallo. 8, 9 Zuschauer. 10. Ja, jetzt kommen tatsächlich ein paar rein. 15 Zuschauer. Achso. 18 Zuschauer. Knacken wir die 50. 21 Zuschauer. Jetzt wird doch mal übertrieben. 23 Zuschauer. Hallo. 28. 27. Wir sind andere Zahlen. 27. Jetzt geht's bei mir auch wieder bergab. 21. Okay. SSO kommt eindeutig nicht so an bei den Leuten bei Facebook. Obwohl, es sind wieder 25. 29 Zuschauer. Hallo übrigens alles zusammen, die jetzt gerade reinschauen. 26, 24. Das ist ja fast so wie meine Herzfrequenz. Die geht immer noch. Ich schon fast tot, Mann. Ja. Aber actionreich. Bei so einer Herzfrequenz. Irgendein YouTuber hat's mal gemacht, das fand ich auch richtig geil. Er hat den Stream gestartet. Und sofern der Stream unter 20 Zuschauern gekommen wäre, hätte er sofort den Stream beendet. Das sah immer ganz knapp aus, dass er den Stream ausmacht, aber dann sind immer wieder Zuschauer reingekommen. Er kam nicht unter die 30 Zuschauer oder so, oder unter 20, ich weiß gar nicht mehr, was das war. Oh, da schreibt sogar jemand guten Morgen. Stefan, hi, Tag schön.
31 Zuschauer, 34. Also wenn ihr noch Leute kennt, ja, die auch gerne SSU spielen oder ähnliches. Und nicht in der Schule sind. Und nicht in der Schule sind und nicht arbeiten sind, weil keine Lust genau. Und so. Genau. Männergrippe, Frauengrippe. Frauengrippe. Männergrippe ist gefährlicher als Frauengrippe und sowas. Ja, ich glaube, die habe ich. Nicht unerwähnt lassen. Ja, Andi hat mich ja damals mit Männergrippe angesteckt. Ja, ich? Ja, du. Andi, musst du heute noch arbeiten? Ja, ich habe Spätschicht heute. Und da bist du jetzt schon wach? Ja, weil ich. Klar, weil ich muss ja erst später. Ja, er macht ja später, also nachher noch Extreme Coaching. Ach so. Bestimmt wieder gegen Hamilton. Ja, das erklärt einiges. So, wo ist denn die liebe Tanja? Was ist das nächste Rennen eigentlich? Ich würde sagen, hier schon fast das komische Häschenrennen, wa? Haha. Häschen habe ich schon gemacht. Häschen hast du schon gemacht? Ja. Wird dir nicht schwindelig? Nein. Okay. Hallo, wie geht's dir eigentlich so? Wie kommt es zu dir? Wie es mir geht. Du kannst Fame bei YouTube werden mit 2 Zuschauern. Oh. Das kannst du aber gut. Kann ich auch gucken. Ja, ne? Ich bin gerade unter Uli. Und ich bin gerade abgestiegen, warum auch immer. Wie du bist unter mir? Ach, nee, guck dir nicht die Kameraperspektive an. Du denkst dir da dein Teil dann schon. So. Ich stehe ganz auf der anderen Seite. Ja, das ging trotzdem. Wo ist denn die Tanja eigentlich? Was machst du unter mir? Ach, ich dachte mal. Hat mal was. Nee? Ach, guck mal, hier macht noch eine mit uns mit. Wie heißt die denn? Isabella. Isabella. Ja, okay. Also Olli, ich hab dich wirklich gern, aber unter mir musst du nicht sein. Das möchte ich nicht. Ja, ist ja schon okay. Ich gehe schon, okay? Dann kannst du ja hier bleiben. Ich besteige Isabella. Wenn sie mal stehen bleibt. Aber frag bitte vorher nach Erlaubnis, ja? Isabella, hallo. Bleibst du mal stehen? Sie rennt weg. Bleibst du stehen. Warte, die hole ich mir. Irgendwann hört die auf. Auch wenn es nur einmal kurz besteigen ist. Ach, jetzt wird sie langsamer, sie wird langsamer. Ja, wird sie gerade wieder unsere Hühner veraugen. Bleib stehen. Oha. Bleib stehen, ja, ich will dich. Der hat sich gestern sehr gefreut. Ich will dich nur einmal besteigen. Ah! Ganz genau, das hat sich der Hahn auch gedacht. Sie ist in der Ecke. Ah, ich hab's getan. So, ich kann gehen. Hallo! Ich komme wieder zurück mit Uli. Mach das doch nicht. Ich musste kurz eine fremde Person besteigen. Das war mein Ziel. Wen? Was? Wann? Wo? Mama. Erst war er unter mir. Da hat er aber weggejagt. Ach so. Und da hat er sich was anderes genommen. Ja, alles klar. Da hat er sich eine andere gesucht. Ja? Genau, da war eine Isabella, die ist auf einmal weggerannt. Bin ich hinterher gerannt. Dann ist irgendwann stehen geblieben. Ich habe sie bestiegen. Zurückgekommen. Ich habe schon gesagt, das erinnert mich an unsere Hühner gestern. Der Hahn hat sich auch gefreut. Okay. Und kaum sage ich besteigen, haben wir 36 Zuschauer bei YouTube, bei Facebook. Hallo und herzlich willkommen. So, ich würde es vorschlagen. War das jetzt ein Hoppel-Western? Na, genau, du hast es gerade gesagt. Hoppel. Da ist sie. Weil wir haben doch hier irgendwo die Hoppel. Isabella. Dann war es. Okay, ja, dann hab hinterher. Die hat gerade noch Glücksgefühle wahrscheinlich davon. Wollen wir zu den Häschen? Oh ja. Ich zeig dir einen richtigen Hasen. Okay, mach das. Aha. Langsam, Das sind, glaube ich, sogar 12 richtige Häschen, ne? Ja, ich denke, wir sind gerade an die Uhrzeit. Ja. Ja, um die Uhrzeit sind sie alle in der Schule, da können wir ruhig FSK 18 Streams machen. Aha. Ist das so? Und die 2-3 Bundesländer, die jetzt gerade Ferien haben, ist egal. Die schlafen noch. Die schlafen noch, genau. Obwohl, Anna hat schon zurückgesnappt, Anna scheint schon wach zu sein. Anna ist doch kein Bundesland, Anna ist doch Österreich. Ja, aber trotzdem frei. Ach, Andi. Oh Gott. Anna ist kein Bundesland. Die ist in Österreich. Was macht der hier? Ach Gott. Du magst die X-Taste, wa? Irgendwie, weiß ich. Wo wir schon bei X sind, ne? Was? Mann, ich will gleich zu meinem Nachbarn, so. Wenn ihr so weitermacht. Oh. Uli wird rattig. Das traurig nicht werden. Feuer Köln, Westerwelle, wo bereit? Das traurig nicht mehr werden. Ach so, okay. Oh. Jetzt haben wir zu viel Informationen, glaube ich.
Jetzt wird selbst mir unangenehm. Das ist eine Aussage, zu viel Input. Oh, weil. Mein Highscore liegt bei 1 Minute 9. Ob ich den Knack bekomme? Wahrscheinlich nicht. 39 Sekunden. X-Score? 39. Ja, das toppt einer, Uli. 39,73, doch, das haben wir schon ein paar Ja, aber von uns, das toppt keiner, denke ich, von uns. Hm. Nee, ich bin jetzt schon drüber. Ja, ich schon dreimal. Und ich brauche noch 6 Häschen. Also, das sind schon über 6. Schnellsten aller Zeiten, 23 Sekunden 92. Wie macht man das? Ich weiß es nicht. Also selbst diese 39, das war mehr Glück wie alles andere. Übrigens, wir werden jetzt am Wochenende, habe ich mit Franzi geklärt, dann machen wir mal einen Special YouTube-Stream und Facebook-Stream und weiß ich was alles. Okay. So, ich habe alle Häschen, ich kann zum Ziel. Ja, hier kommt eine Monique. Also ein Best-of quasi, oder was? Nee. Wir machen einen Stream, wo wir nicht, wo wir kein Spiel spielen. Sagen wir es mal so. Außer so nebenbei, wenn keine Anfragen kommen. Das heißt, das wird dann so ein Stream sein, auf dem Samstagabend vielleicht, ja. Wir machen da eigentlich nur eins. Und zwar das, was wir eigentlich sonst immer verboten haben. Leute können ihren YouTube-Kanal nennen. Olli, und wir bewerten den YouTube-Kanal. Eine Monique steht hier. Lade die doch mal ein. Die hat Hallo gerufen. Also in Club meine ich und so. Ich schreibe erstmal Hi. Na, einfach so einladen ist ja doof, ne? Ich tue T und Y und der Chat geht nicht auf. Ja, das sind diese vielen anderen Spiele. Hi! Hast du uns schon bei YouTube abonniert? Wollen wir zusammen eine große Gruppe machen und dann alle Rennen machen? Wir sind schon dabei. Sag mal zurück. Sind schon dabei. Wir kommen, du bist jetzt im Fernsehen. Ich wollte gerade sagen, also wir brauchen die gar nicht mehr fragen, ob sie auf YouTube sein. Dich sehen gerade 650 Zuschauer. Und du bist von viel. Ah, das Gute ist, man sieht die Zahlen nicht. Man weiß aber, dass das im dreistelligen Bereich ist. Ja. Wo streamst du? Twitter, Twitch, Co. Twitter? Bei Twitter? Nein, bei Twitter nicht. YouTube, genau. Ja, und auch bei... Wie kürzt man eine Twitch ab? TV und dann. FB. Nee, denn. FB wird sogar raus... kann ich Face B schreiben? Face B. Ja, das geht. Ja, genau. Gesichtsbuch kannst du im Zweifelsfall schreiben. Das haben wir nämlich auch schon getestet. Okay. Ich hab aber mal klar. Ja, das sind wir. Klarsichtfolie. Soll das Klarsichtfolie heißen? Achso, Name. Jetzt drück Klarsichtfolie zusammengeschrieben. Selbst Klarsichtfolie hat schon Starstable gefiltert, ne? Scheiße! Klar. Sicht. Aber jetzt haben wir bis noch 2 Zuschauer. Das müsst ihr dann erklären, warum es bis noch 2 sind. So. Ja, ist die falsche Uhrzeit eindeutig, ne? So, Fremdwerbung gemacht. Ihr seid alle zu langsam. Aber wieso haben wir eigentlich keine Gruppe? Das fällt mir jetzt auch erst auf, ne? Weil wir es können. Genau. Richtig. Das geht auch ohne. Nee, Matt ist schöner. Matt ist schöner. Ja, Matt. Ey, ich hab's total mir bekommen. Olli, ja, jetzt ist das Valentinstag. Jetzt gerade jemand Matt gesagt? Bekommen wir Fio. Ich hab mir eben Milch aus dem Kühlschrank geholt. Aus seinem Loch. Und mein ganzer Kühlschrank riecht nach Matt. Wie Matt? Kommt das? Hat jemand Matt gesagt? Das gerade an meinen Hund. Das Dumme ist, wir können keine große Gruppe machen, ne? Fällt mir so auf. Was können wir nicht machen? Keine große Gruppe, weil es passen nur 5 in einer Gruppe rein. Ne, 6 dachte ich, oder? Ne, 5? Ne, 6 war mal Zufall. Achso. Alle wichtigsten sind drin. Das stimmt ja. Haha. Ja, natürlich stimmt das. Was ist denn nun mit dem Matt? Übrigens, die Anzeige, dass hier angeblich nur 2 Zuschauer drin sind, das ist fake. So,
Das haben wir Fremdwerbung gemacht, das würde ich vorschlagen. Fremdwerbung ja, ja, nicht, ne? Wir haben Eigenwerbung gemacht. Raus und lass mich einfach hier so sitzen mit auf einer Wunde. Monique, lade Monique doch also, mal ein in einen Club vielleicht. Erstmal. Also, ich habe gestern Brötchen mitgebracht und Mett mitgebracht. Ich habe schon wieder das Mettwort gehört. Ja. Oh, eine weiteres ein weiterer Zuschauer schaut bei YouTube zu. Alinas Oma hat's. Ja, genau, der hat's auch geschmeckt. Ja, der hat so gut geschmeckt, die musst du nochmal einkaufen gehen. Das war zu geil. So, wir haben noch 27 Zuschauer übrigens bei Facebook. Ihr dürft auch gerne mal schreiben, dass ich weiß, wer alles da ist. 29. Ich bin da. Hey, da bist du ja, Mussi. Ach, hallo. Fiona Windhoff, hey, ich bin Fiona Spacecast. Hi, schön, dass du reinschaust. Wie geht's dir so? Fiona schaut zu. Darf ich? Oh, guck mal, toll. Monique fragt sogar nach dem Club. Ach so, sie fragt. Sie will sogar? Ja, sie möchte. Ihr habt sie zugespammt. Seid doch ehrlich. An was erinnert mich der Name? Gar nicht. Fiona? Ich klaue gerne Kinder 1, 2, 3, 4. Die Fiona, die schaut auch ab und zu was. Eine Met-Bezeichnung war es nicht. Nein. Nee. Schön, dass du erstmal reinschaust, Fiona. Ja. Und die drei, wie heißt das? Hashtags, die da waren, das sollte 003 heißen. Wir hatten nämlich drei Zuschauer zu den Zeit. Oh, wir haben einen Zuschauer bei Facebook. Ja, guck. Sophie, hi, schön, dass du reinschaust. Markus, hi, wie geht's dir? Und Markus, danke für die 20 Sterne. Du sendest mir immer Sterne. Womit habe ich das verdient? Sag mir das mal bitte, Markus. Und ja, wir haben immer noch 29 Zuschauer. Ich muss da wirklich sagen, wir haben heute einen Rekord gebrochen bei Facebook. Ich hatte noch nie so lange so viele Zuschauer bei Facebook. Die waren immer ziemlich schnell wieder weg, weil es SSU war. So, ich würde auch vorschlagen, wir machen weiter mit den Rennen. Oh mein Gott. Hat sie die Clubanfrage angenommen übrigens? Ja, ja, hat sie. Oh, dann muss ich noch HGW im Club schreiben. Ach, und Monique, wenn du uns gerade hörst über YouTube, ne? Kannst auch gerne in TS kommen. Ah, Harvin Fritzi. Hey, ich bin Monique. Hi Monique, schön, dass du reinschaust. Wie geht's dir? Beide, genau. Ja. So, Fiona und Monique schauen uns gerade bei YouTube zu. Monique kriegt sich nicht mehr ein. Ich muss jetzt erstmal im Club. Ach, du musst dich ja gar nicht mehr im Club schreiben. Du bist ja schon jetzt im Stream dabei. Schön, dass du reinschaust und danke. Und schön, dass du jetzt mit zu dem coolen Club. Wie heißt Ja, ich finde den Namen, du hast von hässlich, ne? Ich glaube, wir müssen irgendwann mal einen neuen Club eröffnen. Unser Club nennt sich Blasenschwäche. Das wär's. Na, mach die Hühneraugen drauf. Gott. Die wilden Hühneraugen. Oh, ich hab versehentlich gerade ein Foto gemacht. Die wilden Hühneraugen? Ja. Die Hühner, Klammer auf, Augen, Klammer zu. Ja, das wäre lustig, ne, wenn man selbst sich einen Namen geben könnte von den Clubs. Die müssen natürlich vorher geprüft werden, dass die auch, ne, legitim sind. Ja, jugendfrei sind. Richtig. Hey, du Kreisläufer, wollen wir jetzt mal irgendwo ein Ziel uns setzen, oder? Ja, ich würde auch sagen, dass wir uns mal ein Ziel setzen, und zwar... Olli spielt Handball, er ist Kreisläufer. Cool. Ich hab Kreislauf. Ach, du hast Kreislauf, ach so. Ja. Was hältst du von Weingarten? Ist lass bloß den Stuhl stehen, sonst hast du nachher Stuhl... was? Die drei Rennen. Ja, den Stuhl. Ja, die drei Rennen beim Weingarten. Direkt mal abonnieren. Danke, Fiona. Auch wenn deine Nachricht ist gerade, weil du aber das Wort abonnieren reingeschrieben hast. Eigentlich sollten wir dann erst die alte Rennbahn mitnehmen, ne? Ja, können wir auch machen. 250 Punkte fürs Pferdchen und so. Ja, genau. Danach müssen wir ja eh dann zu der Baroness. Mhm. Haben Fritzi schreibt, wie seid ihr auf SSO gekommen? Eingeloggt. Achso, nee, ich hab's bei einer Freundin gesehen und dachte mir so, warum mal nicht auch Pferde reiten? Bei Nala? Was denkt ihr da sofort wieder? Nein, ich mag ja generell solche Spiele, wo man halt leveln kann. Und dann denke mir, kann man auch mal Pferde reiten? Du denkst schon wieder zu weit, Andi. Ja, ich hab nur an die Pferde gedacht, an die Arme. Er ist ein Mann! Ja. Ach, geht alles. Ein so. Bisschen Dehnbarkeit. 3, 2, 1, tschüss, oder warten wir auf alle? Würde ich sagen, ne? Was sind alle da? 3, 2, 1, ich bin weg. Okay, ich auch. Und so. Jetzt. Yay! Tut mir leid. Also, falls das eben untergegangen ist, Monique. Teamspeak! Klarsicht vor dir. Genau.
sie wenn, nicht. Wenn der Nightbot nicht eingeschlafen ist, kann man auch Ausrufezeichen, jetzt beziehungsweise, ja, Ausrufezeichen TS eingeben. Los. Geh rum. Hallo Alina. So, mein PC ist aus. Wie, dein PC ist aus? Was? Wie jetzt? Nur, der PC von Fiona ist aus. Oh. Stimmt, ich sehe sie hier nicht mehr. Richtig, ich auch nicht. Darf ich Gruppe? Ja, da du jetzt alleine bist mit uns. Der Spieler ist bereits in einer Gruppe, geht nicht. Dann bist du wohl schon in einer Gruppe. Oder sie hat schon eine Anfrage von uns bekommen. Von mir noch nicht. Moment, komme gleich wieder. Kannst du gerne machen. Genau, IP-Klarsichtfolie. Richtig. Und der Nightbot ist sogar aktiv, sehe ich gerade. Seit wann macht er? Jo. Ach, hallöchen, Monique. Bei mir hat's gerade geklappt, wo ich eine Anfrage rausgehauen habe. Fiona kommt gleich wieder. Dein Auto? Ach so. Wie mein Auto? Ach so, Franzi, mein Auto habe ich schon um 6 umgeparkt. Und da war ich noch kurz bei Meckes. Was ich dir nicht sagen sollte? Ich wollte heute zum Meckes kommen, da an. Nö, ja, wir haben zu, wir sind am Umbauen. Ja. Das ist so mein Meckes. Ich fahr ja selten die A1 lang, zumindest da hinten in der Ecke. Und jedes Mal, wenn ich da dran vorbeifahre, ist das schon Tradition, dass ich da anhalte. Und mir zumindest einen kleinen Burger hole. So, also, Markus schreibt eine Nachricht. Zum Thema, warum er mir Sterne gibt. Okay, Gesundheit. Gesundheit. Danke. Weil deine Streams immer gut zu anschauen. Würde mich auch freuen, wenn ihr mal auf meinen YouTube-Kanal vorbeischaut, unter Michels Gaming. Dieser Moment, wenn man keine Lust hat, auf die X-Taste zu drücken. Da schaue ich gerne mal nach. Ist es auch YouTube? Der ist ein YouTube-Kanal. Markus, hast du uns auch bei YouTube schon irgendwie mal angeschrieben oder so? Dann kann ich mich direkt einmal nachher mal reinschauen. Und was ich schon erwähnt habe, Markus, wir werden am Wochenende uns generell YouTube-Kanäle anschauen. Das heißt, wir sind dann irgendwie Samstagabend oder so live und schauen uns sämtliche YouTube-Kanäle an, die ihr uns vorschlagt. Oh, Herr Leonie, wo bleibst du denn? Ach, da ist er. Ja, ich habe gerade die beide Quests abgegeben. Okay, Entschuldigung. Aber wieso beide? Wieso hatte ich zwei? Brief. Ach so, ja gut. Mein Inventar ist voll. Oh, nee. Ich kann die Quest nicht abgeben. Das ist dann privates Pech und so. Ich weiß, die Karotten kann ich zusammenlegen, glaube ich. Wie viele Karotten kann man übereinander stapeln? 18 mindestens, ich glaube 19, ich weiß es nicht. Es geht nur 18, sehe ich gerade schon, scheiße. Nein, 19. Ja, wenn du sie einzeln nimmst, aber wenn du jetzt Aber dann passt das, dann kann ich eine Karotte erst essen, also das Pferd zumindest, essen. Ja, das ist nicht Minecraft, also du kannst die nicht essen. Ach ja. Aber das Pferd kannst du auch nicht essen, weil es nur an gewissen Orten geht, das heißt, ich muss ein paar Meter kurz bis zum Stall. Also ich bekomm's noch hin. Ja. Ich hab ja gesagt, wir machen ja heute nur alle drin. So, Ladies, danach, damit ihr mich auch besser findet, habe ich mich gerade mal so ein bisschen umgestaltet. Okay. Seite, komplett oder? In rosa wahrscheinlich. Nee, pink. Pink mit Glitzer und... Nein, Alina ist eher die dunkle. Also mehr alles in schwarz und so. Nein. Hallo? So, jetzt habe ich zwei Plätze frei. Ach du Elend. Ich sehe nur einen großen Hut. Ja. So, es gibt ja... So, weiter. Okay. Ja? Es gibt ja fürs Pferd auch so einen Riesenhut. Ich mach das schon irgendwie... Echt? Ja. Und ihr schon wieder alle ab hier? Sorry. Mann, ich bin jetzt gerade auf dem Weg zum Rennen. Okay. Eins? Ja, haut ruhig schon ab. So. 3, alles gut. 3, 2, 1, los. Klick. Und es kommt eine Loot. Oh mein Gott, danke. Wofür danke? Oh mein Gott, danke. Danke, dass du uns abonniert hast. Falls du uns schon abonniert hast. Okay, das ist schon so ein. Ich zwing euch dazu, den Kanal zu abonnieren. Nein, Quatsch. Also, falls ihr Lust und Laune habt, ne? Ich muss euch aber leider eins sagen, ich bin eher selten um diese Uhrzeit live. Also, das ist wirklich sehr selten, weil normalerweise arbeite ich um diese Uhrzeit. Aber ich habe jetzt Urlaub. Richtig. Oder auf dem Parkplatz, weil du viel zu früh dran bist. Richtig, und einfach bei den Kindergartenkindern.
Und dann nicht reingehen ins Gebäude. Und na, draußen vor der Tür stehen und sagen, ich trau mich nicht. Naja, ich... Ja. Oh, da kommt ein Abo rein. Mich jetzt Gaming, danke für dein Abo. Und dann schaue ich doch. Dann weiß ich schon mal, wie dein Kanal lautet. Ich schaue mir den auf jeden Fall mal an. Nein, Olli steht vom Kindergarten und guckt die kleinen Kinder böse an und sagt, erst Lolli her, sonst kommst du nicht rein. Genau. Erst dein Lolli, sonst kommst du hier nicht drin. Genau. Nein, ich ziehe keine kleinen Kinder ab. Nein, du verlangst keinen. Ich kann mir vorstellen, dass es eher andersrum läuft. Oh, danke schön. Du kommst hier nicht rein, ich will erst ein Lolli. Der kleine Olli möchte bitte aus dem Bällebad abholt werden. Wenn ich hier rein soll bei dir, Lolli raus. Oh Mann. Ich klick mich mal gerade einen Moment aus, ich muss mal gerade telefonieren. Okay. Ja, schön. Bring ein Lolli mit. Ich wollte eigentlich nur meinen Arzt anrufen, aber okay. Achso, dass du heute nicht kommst, weil du bist bei SSU live. Aber ob er da den Kanal schon abonniert hat und SSU spiele. Und vor allen Dingen, was er vor Lollis lutscht. Nur zuckerfrei. Nee, die schmecken ja nicht. Kann ja gleich einen Daumen im Mund stecken. Bis gleich. Hättest du es gesagt, nur eiweißfrei, würde ich ja noch sagen, okay. aber das ist die falsche Uhrzeit. Ich habe auch einen YouTube-Kanal bei einer Freundin. Okay. Fiona, wie alt bist du eigentlich? Und Harvin, 14, wie alt bist du? Ich würde hier später. Ja, du kannst abonnieren, wenn du möchtest. Du musst auch gar nicht abonnieren. So, das ist deine Entscheidung. 3-2-3-2-3-2-3-2. Ich habe um diese Uhrzeit eigentlich Schule, habe gerade schneefrei. Was? Du hast schneefrei? Woher kommst du denn, Fiona? Gut, dann gehe ich jetzt auch. 3-2-1. Bin schon weg. Okay. Fiona hat schneefrei. In welchem Land gibt es denn jetzt hier noch Schnee? Also in welchem Land? Ja, doch, war richtig, welches wir Bundesland? Wir hatten gestern bei Tanja knapp 17 Grad. Ja. Ja, wir hatten 16 gestern. 16 war ja auch in dem Dreh, genau. Ja. Toni Mörs, hi. Schön, dass du reinschaust. Wie geht's dir? Aber komm, auf der Rückfahrt, da war das Auto, es hat nicht mehr aufgehört zu piepsen. Also ab 3 Grad piepst das Auto von wegen, pass auf, könnte ja Glatteis sein, auch wenn die Straße frei ist. WTF, ernsthaft? Ja, und dann schwankt die Temperatur die ganze Zeit zwischen 7 und 1 Grad. Oh Mann. Dann halt immer am Piepsen, wenn 3 Grad waren. Mhm. Ja, solche Funktion hat mein Auto noch nicht. Also wird's auch nie haben. Du bremst ja auch noch durchs Bodenblech. Na, der macht das wie Fred Feuerstein. Er hebt das Auto an und an. Ja. Da gab's doch auf Facebook so ein schönes Bild. Da ist eine Reifenspur im Schnee. Und in der Mitte sind Fußspuren. Und da steht, ich bin mir sicher, Fred Feuerstein war hier. Fand ich total genial. Hier. Alle dasselbe rennen oder bin ich hier jetzt hier die Einzige? Ich weiß es nicht. Also ich renne und bin schon ganz rennig. Also ich renne jetzt ins Ziel. Ich komme aus Rheinland-Pfalz. In Rheinland-Pfalz liegt Schnee, okay. Ah, warum renne ich jetzt diesen Umweg? Wo denn? Rheinland-Pfalz, nicht Schnee? Das lag doch um diese Zeit noch nie Schnee. Wo denn in Rheinland-Pfalz? Also ich wohne ja nicht weit weg von Rheinland-Pfalz. Ja, das ist ja in der Nähe von meiner Mutter und da ist es eigentlich die Gegend, wo meistens nie Schnee liegt. Ja, ganz was Neues. Oder seid ihr so clever gewesen, habt irgendeine Firma beauftragt, die Schnee bei eurer Schule verteilt? Ich hab mitgemacht, Uli. Ach komm, irgendwo in Niedersachsen haben die Kinder schulfrei, weil die Heizung ausfällt. Ja. Ich würde denke, liebe Leute, bei Tanja waren 17 Grad und ihr jammert wegen der Heizung. Richtig. Ja, okay, kann ich mir aber vorstellen, wenn es nachts, weil ich habe es ja heute auch gehabt, ne? Nachts irgendwie um die 0 Grad, ja, oder Minusgrade und am Tag hast du dann wieder Plusgrade. Also da schlaf ich bei offener Balkon. Wie jetzt, Gaming, warum tust du das denn? Anders sehen, Uli. Bin dort so ein kleiner Mann. Mich jetzt, Gaming, danke für deine 2-Euro-Spende bei via Superchat. Wäre aber nicht notwendig gewesen, ja, das sage ich da schon mal. Zusätzlich noch. Aber vielen Dank dafür. Weil du spendest ja immer schon fleißig hier bei Facebook. Und da habe ich, glaube ich, schon wieder eine Nachricht von dir gelesen. Hab auch den Livestream geteilt in 20 Gruppen. Ja, vielen Dank dafür. Das sehe ich auch gerade schon. Über 40 Zuschauer. Vielen Dank. Wow. Danke, danke. Cool. Danke, danke. Bei Koblenz wohnt sie, Fiona. Aha. Nicht weit von mir. Und Harvin Fritzi ist 14. Koblenz, Schnee, Schulausfall. Harvin Fritzi ist 14. Wenn du 14 bist, hast du heute auch
Hast du Ferien? Bist du krank? Vielleicht Zeugnisferien? Hast du auch schneefrei? Ich weiß nicht, ob wir sowas haben, aber wie gesagt, Koblenz ist eine halbe Stunde von mir. Mein Pferd wollte nicht springen. Ja, ich würde bei dir auch nicht springen wollen, wenn du pfeifst. Ich habe aber nicht gepfiffen, ich habe einfach nur Leertaste gedrückt. Das geht später los, weißt du? Ich reite wieder mal, ich bin bei Nala oder so, reite dort auf dem Pferd, ja? Hab mir eine Tastatur und Maus dabei. Auf dem Schoß, ne? Auf dem Schoß, drück die Leertaste und das scheiß Pferd springt nicht. Du springst auch, du blödes Pferd! Wie war das mit Finn Kliemann auf dem Pferd? Ach du Elend, oh mein Gott. Oh ja, oh ja. Oh, aber... wird das noch toppen. Oh wei, oh wei. Reithalle? Reithalle. Ich mache erstmal noch das Rennen zu Ende. Und dann kann ich auch zur Reithalle kommen. Ach so, ja gut, dann warten wir noch. Ja, ne, wir müssen doch nicht. Ihr könnt ruhig schon hin. Ich bin ja auch bald da. Baum. Baum. Busch. Ich klicke, warte, oben. Bin zurück. Baby. Und hast du der Arzt gesagt, dass er uns abonnieren soll? Ja, schafft er heute nicht. Ach so. Okay. So und welche Lollis lutscht er am liebsten? Hirsche. Hirsche. Genau wie ich, guck mal einer an. Mhm. Ich mag ja am liebsten diese rot-weißen, wo in der Mitte Pause drin ist. Ich habe immer noch das Gefühl, dass Alina ihren Lolli-Wunsch genannt hat, was sie mag, und nicht den vom Arzt. Ich mag Erdbeere. Erdbeere finde ich auch. Ich habe auch hier Milchreis, wo ich mir auch sehr oft mit Erdbeeren drauf. Das ist das gleiche wie ein Lolli. Also ja, das ist das gleiche. Ja, ich weiß. Fiona bei Koblenz. Okay, hat sie schon geschrieben. Genau. Ich mag so. Kühe. Da ist sie ja. Ich auch. Die mag ich Medium. Auch. Ja. Nee, ich mag sie durch. Ich auch. Echt? Nee, ich mag sie Medium. So. Totgegrillt müssen sie nicht sein. Die sind doch schon gestorben. Gehören die hier alles zu uns? Eben. Ach, Fiona ist wieder da. Hi, Fiona. Hallo. Ja. Hallo. Möchtest Fiona. Du nicht den Club wechseln? Nein, Quatsch. Bitte kein Ding. Gerne gemacht. Ja, das ist sehr nett von dir, Herr Markus. Markus? Franz, wo bist du eigentlich? Wenn ich mal so fragen darf, ne? Ich sehe dich gar nicht. Im TS und so. Du hast gesagt, du machst auch morgens mit. Reithalle haben wir gesagt, ne? Startlinie, ja. Und los jetzt. Können wir machen. Werde ich den Weg gleich auf Anhieb wissen? Ich folge dir mal unauffällig. Ich gebe extra Mühe, dich nicht zu überholen, okay? Du hast das Gartenrennen gesagt, ne? Können wir mitnehmen. Oh. Mir ist das Banane. Aber das Gartenrennen ist ja jetzt was durch und von der Route falsch, wa? Nee. Gerade eben rechts abbiegen müssen. Kann man immer noch. So, also hier, und dann nochmal rechts. Hier, rechts. Ich springe jetzt hier einfach rüber. Gleich. Und es wird funktionieren. Ihr werdet es sehen. Ich reite jetzt im roten, riesigen, überdimensional großen. Oh, ne, der Berg ist so hoch. Der Berg ist so hoch. Ich sag doch, so findet ihr mich am besten. Ja. Dem, hier, dem Leuchtturm da. Ich finde, der sieht richtig schick aus. Wie hieß das damals? Die mit dem roten Halsband? Heute haben wir die mit dem roten Hut. Ja. Das ist ja schon kein Hut mehr. Mein Pferd ist kaputt. Nee, das ist Sonnensegel. Oh wei, oh wei. So. Oh. Alle da? Nein. Okay. Nein, natürlich nicht. Olli braucht noch. Was? Ich bin doch auch da. Ja, ja. Wenn Männer... Drücke den Button, wenn du fertig bist. Das Ding ist, ich bin fertig. Ich bin auch fertig. 3, 2, 1. Fiona, könnt ihr mich später in die Gruppe einladen? Sofern wieder ein Platz vorhanden ist, komme ich auch gerne in die Gruppe. Das Dumme ist, dass leider nur 5 Gruppen gehen. 5 Gruppen, sag ich schon. Eine Mitglieder. Gruppe mit 5 Mitgliedern, genau. Ja. Oh Gott, ist das hier eigentlich. Ich hasse diese Ecke hier. Ja, willkommen. Ja. Heb die Puschen hoch. So. Championats gibt's um diese Uhrzeit noch nicht, wa? Nein. Kein Plan. Da, wo ich eine Chance hätte zu gewinnen, ja, gibt's keine Championate. Ja, die wissen schon, warum sie abends machen. Ja, die müssen sie nachts machen, um 5. Da habe ich zumindest mal eine Chance, die ganzen Trophäen zu bekommen. Nein, die wissen schon, warum sie die Uhrzeit machen. Morgens um 5, sorry. Das sagen, das ist bei mir leider Gottes schon der Morgen. Also ich war um 10 nach 5 zu Hause. Ja. Oh, was ist das denn?
Aber die wissen, warum sie es machen, damit du nicht gewinnst. Ja, ich habe damals mal gewonnen. Da war es tatsächlich so in der Ferienzeit, wo ich dann. Ey, jetzt nicht. Ich bin im Boden. Ja, ich sehe es. Ich hab mit verschifft. So, weiter geht's. So, ach so, ist in Ordnung. Ja, also wie gesagt, sofern Chat lesen und Olli ist keine gute Kombination. Erfolg freigeschaltet, ein Gruppenauftrag. Aha, interessant. Und noch einer, dein schlimmster Feind. Erfolg freigeschaltet, 100 Fels in ein Rennen. Oh. Was ist denn ein schlimmster Feind? Das wünschst du dir nicht. Andi. Nein, Andi ist der Schrecken, der wie Nacht durchflattert. Ja, ich weiß. So, habt ihr den YouTube-Kanal auch geteilt in YouTube-Gruppen 5-mal. Vielen Dank, das ist aber doch alles gar nicht notwendig, mich hier ins Game. Weil SSO ist, glaube ich, auch so ein Spiel, was jetzt nicht so gerade so die meisten schauen. Ja, und gleich kommt, oh, wir haben 500 Zuschauer. Oh, wir haben 4 Zuschauer. ich guck das gleich nochmal in den Facebook-Chat, ob sich da was getan hat. Nee. Ich steck fest. Mein Hut ist zu groß. So, Reithalle? Ja. Ja. Michael Scamming, was machst du eigentlich für Videos, wenn ich mal so nebenbei fragen darf? Sie versucht auch ihr Glück wie ich. Sie hat es nicht geschafft. Ja, ich versuch's nochmal. Ja, ich häng hier an der Ecke, ich komm nicht rum. Doch jetzt. Ich hab's geschafft, ich bin besser. So. Was? Er ist besser, hat er gesagt. Ja, ich bin besser. Mein Pferd hat kleine Lenkprobleme. Ich hab schulfrei. Ach so, okay. Hast du keine Servolenkung? Warum hast du schulfrei? Verdammt. Also aus welchem Grund hast du schulfrei? Sind bei euch richtig Ferien oder ist heute. Es gibt ja auch immer die Tage, wo Lehrer irgendwelche Sachen haben, dass die Schule geschlossen hatten. Solche Lehrerkonferenzen Umschulung, oder Umschulung, ja, ja. So. Irgendwie sowas. Das juckt so leicht so. Bei uns ist neulich Unterricht ausgefallen, weil eine Lehrerin beim Gericht einen Termin hatte. Oh wei. Achso, war sie illegal unterwegs? Lilly, hi! Und hi Thorsten! Ah, ja. So, fangen wir mal an mit dem ersten Rennen. Das Baroness-Rennen. Wieso heißt das auch Baroness? Die erste Weil Sprungbahn. Das dazugehört. Ach so. Ja. 3, 2, 1. Aber das fällt dir jetzt erst auf, Olli? Ihr seid schon unterwegs, ne? Schon seit einer Stunde. Ja. Ach so, ja, ja, und das ist mir jetzt erst aufgefallen, dass das Rennen so heißt. Ich hab's... Ups. Ja, da ist hier das Ding da verfehlt, den einen Hoppler. Ups. Ich muss erstmal wieder richtig reinkommen. Ja. Nein! Tust du nicht, Olli? Ich weiß gar nicht, warum ihr immer so falsch denkt. Das kann ich gar nicht verstehen. Ja, ich verstehe dich, Olli. Ich verstehe dich. Ja, ne, du kannst es auch nicht verstehen, ne? Verstehe das nicht, warum die das nicht verstehen. Oder falsch die verstehen. Tanja spendet 2 Euro. Muss ich das jetzt verstehen? 22 Cent. Die Tanja spendet 2,22 Euro. Weil und so. Vielen Dank, Tanja, für deine Spende von 2,22 Euro. Danke. Und schon komisch, dass da eine 22 drin vorkommt. Ja, irgendwie, ne? Das ist schon komisch. Eine Spende? Warum spendest du? Was wäre ich? Ja. Gar nicht. Na, mir war mal danach. Ich hätte ja jetzt gesagt, das bist du nicht, ne? Weil anderer Name und so. Aber wenn es 22 drin. Aber und so. Wenn es. Erstens. Nee, darum geht. Es ging um den Betrag. Ach so, ah! Nee. Es ging um das und so. Wenn dann eine 22 drin vorkommt, ja? Dann bin ich das, ja, ja. Stimmt. Aha, Winfritzi schreibt gerade Studientag. Okay. Wie kommst du eigentlich auf den Namen Harwin Fritzi? Klingt so komisch, also nicht komisch, aber ungewohnt, nur das ist man selten. Alles über ETS2, LS, CSGO und so weiter. Ach so, okay, also auch geht es bei dir auch Richtung Simulationsspiele. Dann sollte man mal wieder mal, also irgendwann mal ETS zusammenfahren oder so. So. Ich reite mir hier eine Scheiße zusammen. Ich scheiße mit, ich meine, ich mach mit. Also Level 13 schaffe ich heute mit meinem Pferd hier. Das ist
schon mal sicher. Zurückscheißen, ne? Sicher. Ja, solange man nicht reinscheißt. Richtig. Alter, der ist so böse, oder? Das hat man nachher verschissen. Sicher das. Aber ich mache jetzt auch nicht mehr lange. Ich gehe auch gleich wieder raus. Ich hoffe, du machst noch sehr lange, ja. Du bist noch so jung. Der hat bei mir jetzt einen Moment gebraucht. Ich mach's nicht mehr lang. Was? Oh Mann. Momentan fühle ich mich so. Oh. Bei wem hast du dich eigentlich angesteckt? Von einem Mann? Bin eigentlich schon seit bestimmt einem Monat erkältet. Ja. Aber richtig übel ging das jetzt am Mittwoch los. Nein, nein. Wer hat dich angesteckt? Das weiß ich nicht. Ach so. Keine Ahnung. Vermutlich ein Mann. Dann ist es die... Ja. Sorry, ich war. Wenn das so heftig ist, kann es nur ein Mann gewesen sein. Ja. Richtig. Dann ist es nämlich die Männergrippe. Du hast dich mit der Männergrippe infiziert. Ach du Scheiße. Das kann nicht gewesen sein. Ah, Herr Olli. Dann hast du schon seit 2 Monaten in dir. Also, weil ich war ja... Weil. Ja, nee, ich war doch im Dezember, also war ich da mit Magen-Darm-Grippe lag ich doch flach. Ja, ja, stimmt. Ja, ich pflege auch Astia. Harwin ist mein richtiger Name. Harwin, das hört man so selten. Ja, ich übernehme sie dann. Ich hab noch nie den Namen Harwin gehört. Spreche ich das überhaupt richtig aus? Oder spreche ich Harwin falsch aus? Ja, bei Männergrippe. Weißt du, dass Männergrippe tödlich sein kann? Ja. Es gibt schon Fälle, die haben das nicht überlebt. Mann, was habt ihr doch alle für ein Glück, ne? Ja. 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 Hat sich deine Frau denn langsam von der Männergrippe erholt oder auch noch nicht? Also die mutzt schon wieder rum. Also geht's ja schon wieder besser, ja? Es geht aufwärts. Es geht bergauf, also wenn sie anfängt zu motzen, dann geht's aufwärts. So, aber ich sage euch jetzt eins. Ich gehe, wenn ihr nach GH wollt, da gehe ich nicht mit. Ist nicht mit nach GH? Nein, ich komme da nicht rein. Ich bin kein Star Rider. Was? Nicht fast Tonne rollt. Ich habe keine Lust auf GH. Schlichtweg. Ach so. BH? Ist nicht B, G wie Gustav. Ach gut, Sie hat keinen Bock auf BH. Ohne mich. Das trage ich heute nicht. Genau. Danke, bist du Welle bereit. Da war's wieder. Du spielst ihn da richtig aus. Du sprichst ihn richtig aus. Achso, ich spreche ihn richtig aus. Super, perfekt. Wie jetzt? Ja, okay. Ja, bis dann. Dann schön, dass du da warst. Gute Besserung und bis morgen. Ciao. Bis morgen? Wie kommst du auf morgen? Ja, morgen um 6 geht wieder SSO los. Wahrscheinlich. Ja, nee. Der stoppt mich morgen früh wieder, wenn ich mit Uli hier SSO spiele. Ja. Tschüss. Ciao. User disconnected from your channel. Falls du uns noch hörst, Grüße an Jens. So. Ja, ja. Ali, schaust du sicherlich noch zu. Ich bin nicht müde übrigens. Ich auch nicht. Michels Gaming, wer noch nicht abonniert hat, abonniert bitte und lässt einen Daumen da. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Gibt es eine Glocke bei Facebook? Also danke, dass du hier Werbung für uns selbst machst, ja? Bei Glocke wüsste ich nicht, aber ich weiß das nur von YouTube. Ach ja, und Harwin hat noch geschrieben. Harwin, ich habe noch nie den Namen Harwin gehört, ne? Marvin kenne ich. Ja, und hier steht Havel, also H-A-V-I-N. Und mein Pony heißt Fritz, also wir nennen ihn Fritz, aber er heißt Max Hanse Beekhoven. Ich kannte mal einen Haflinger-Mix, der hieß Fritz. Ich muss jetzt mal ganz kurz, das muss jetzt sein, ich muss jetzt mal kurz den Namen googeln, weil ich habe den Namen noch nie gehört. Fritz finde ich sehr gut, weil ich habe einen Hund, der heißt Bijou und den nennen wir auch nur Erna. Und was? Ja, ich hab gestern einen Hans Südiger kennengelernt. Ja, stimmt, eine Katze. So, Harwin ist türkisch, ja. Kurdisch, türkisch und der Name bedeutet Sommer. Harwin, ich mag dich jetzt schon. Ah, Sommer. Ich denke jetzt sofort wieder. Ja, ich mag auch den Sommer. Ja. Naja, passt. Es sei denn, wir haben 40 Grad im Schatten, dann mag ich ihn nicht. Weil dann fange ich Asthma-Spray aus. So Leute, ich klinke mich auch erstmal aus, die Pflicht ruft, ne? Ja, okay, schön, die dass Pflicht du da warst. Die Pflicht. Okay. Schön, dass du vorbeigeschneit bist. Ja. Ja. Ich? Doch auch.
Es gibt auch eine ganz bekannte Sängerin, die Harpen heißt. Wie? Hä? Also zumindest laut YouTube. Da hat sie auf einem Video 5,8 Millionen Abonnenten. Was wäre? Okay. Oh, ich glaube, ich habe irgendwo vergessen, eine Quest abzugeben, beziehungsweise ein Rennen. Sorry, Michels Gaming. Ich habe YouTube mit Facebook verwechselt. Ich bin alt. Genau, in YouTube gibt es natürlich die Glocke. Harbin schreibt, haha, als ob du ihn googelst. Aber ich bin nicht Türkin, haha, ich kann nur Deutsch sprechen. Das ist toll. Okay, nur Deutsch sprechen heißt ja nicht, dass du nicht Türkin bist. Du kannst ja trotzdem Türkin sein, bloß halt bist nur deutschsprachig aufgesungen worden. User als Beispiel disconnected from your channel. Da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten. Ja. Und Andi ist weg. So, dann würde ich jetzt an Golden Hills, wa? Tschüss. War ein Scherz. Es gibt ja noch andere Sachen. Ich muss gerade nochmal zum Garten rennen, weil ich habe echt tatsächlich vergessen, das abzugeben. Das ist so doof, wenn du nicht da rauskommst, wo du gestartet bist. Was ich sinnvoll finden würde, wo ich schon lange nicht mehr war, ne, um Rennen zu machen. Na? Was haltet ihr von, wie heißt die Ecke da oben, das neue Gebiet? Okay, mittlerweile nicht mehr neu. Da hier, Dandel. Dumdum. Kann man machen. Ach, wegen der Sängerin hat sie dich so genannt, ja? Okay, dann bist du wahrscheinlich doch komplett deutsch. Ja, aber du, finde ich gar nicht mal so schlimm, ne? Weil du hast jetzt wirklich einen Namen, den hat so gut wie niemand. Also zumindest nicht in Deutschland. Anja, in Dumdum könntest du ja nochmal dieses Dingsrennen da machen. Ja, das mit den Hütchen, damit ich da auch mal langsam mein Ding fertig kriege. Ah, ich muss doch das Rennen abgeben, hier ist. Nee, ist toll. Hab ich da noch was zum Abgeben? Jetzt sag nicht, du musst auch nochmal zum Garten rennen. Nee, irgendwas leuchtet hier grün, aber das ist nicht das. Nee, wir können los. Gut. So, wo gehen wir jetzt hin? Ich stehe oben auf dem Berg. So. Ja, das ist bei mir der Fall. Sorry, hab mich vertan. Bei was hast du dich vertan? Wo reite ich jetzt überhaupt hin? Wenn man auf den Chat guckt und... wo geht's jetzt überhaupt hin? Du hattest den Vorschlag Dumdum gemacht. Also Dumdum, ja? Hat gemacht, macht. Gut, dann Dumdum. Reiten wir dorthin oder lassen wir uns dorthin abholen? Ich denke mal, eine Uli wird reiten, oder? Theoretisch ja, aber ich glaube, ich kriege mich auch aus. Was? Ich habe noch gar nicht geschlafen. Ja, nee, kann ich verstehen. Ja, ich bin seit 12 Uhr auf den Beinen. User joined your channel. Hallo, User. Hallo, User. Hallo. User, kein Freund. Hallo. Aha. Also. Eine neue Nummer. Kann das sein? Warum bist du bei mir nicht als Freund? Aha. Ich habe schon länger neue ID. Ich merk das gerade. Toll. Also, Uli, ich akzeptiere das, dass du jetzt gehen möchtest, ja, aber nur dann, wenn du auch akzeptierst, wenn ich mal gehen möchte. ne? Oh, so. Wei. Reite ich überhaupt richtig? Ich reite komplett falsch. Nicht, ich nehme den Hänger. Uli, ich mach dir einen Vorschlag. Ich schlaf da nochmal drüber und denk darüber nach. Okay, genau. Gute Nacht. Gute Nacht. Ja, ich. Erstmal nach Moorland. So. Guten Nacht, Kendra. Hallo. Franzi, kommst du in SSO online? Nein, Olli. Nein. Ja. Du hast meine Nachricht in YouTube überlesen. Ich hab die Nachrichten. Ich bin noch dabei, in meine Stadtnachrichten zu lesen. Olli spricht mal das Thema zum Tabletop Simulator an. ja. Als Freund markieren. So, jetzt habe ich dich auch als Freund. Ist für Kendra und Tanja, das kann man schnell ansprechen. Richtig. Es gibt ein Simulatorspiel, das nennt sich Tabletop Simulator. Da kann man Spiele spielen wie Mensch ärgere dich nicht und so weiter. Also die ganzen klassischen Spiele, Schach und weiß ich was alles, ja. Wann kostet? 10,99 Euro. Bei MMOGA. Zumindest. Bei Steam kostet das, glaube ich, sogar 20 Euro. Und bei solchen Spielen wie Mensch ärgere dich. Nicht mehr reden. Mensch, ärgere dich nicht. Macht es dir Sinn, theoretisch zu viel zu sein, dass jedes Spielfeld genutzt wird? Ich reite komplett falsch. Ja, da müssten wir aber warten, bis ich Geld auf dem Konto habe. Ja, das eilt ja nicht, ne? Das war jetzt einfach nur so. Ja. Das ist zwar total doof aufgebaut. Ja, muss ich wirklich sagen. Ich könnte von irgendeinem anderen Spieler einfach mal würfeln und so weiter.
Man kann einfach andere, man kann sogar das Spielfeld einfach mal umreißen und so. Man kann sich tatsächlich ärgern, ja? Ja, mhm. Ja. So, ich bin gleich ein Bembel. Ich schlaf mal Kraft, ich bin mit dem Hänger gefahren und hier ist eine Koppel am Hänger. Und auf der Koppel stehen zwei Ponys und um die Ponys herum sind lauter pinke Herzchen. Jetzt kriege ich Angst. Wo bist du? In Dumdum. Guck ich mir später mal an. So. Dumdum, ich will Gumba. Mach mal. Jo, ciao. Schlaf gut, tschüss. Gute Nacht, tschüss. Buddy disconnected from your channel. Ob die wohl Liebe machen? Ja, Franzi, ich glaube, das klappt nicht so. Guck wirklich, mal, wenn du unter ja Klarsichtfolie schreibst, ne, macht automatisch Werbefehler für mich. Ich weiß, ich hab doch hier nicht reingeschrieben, so Slash Mod. Ach, hast du? Ja. Ja, dann weiß man auch nicht, welcher Mod. Soll ich jetzt noch meinen Namen hin und dran schreiben? Wo sind denn hier überhaupt die Rennen? Tanja, ich folge einfach mal. Ach so, und wenn ich im Kreis reite? Weil Fiona und Monique sind das auch gerade hier und rennen wahrscheinlich gerade im Kreis. Aha. Aber ihr dürft auch gerne ins Teamspeak kommen, falls ihr Teamspeak habt, ja, einfach Klarsichtfolie als Namen eingeben und dann seid ihr schon da. Soll jemand im Teamspeak kommen? Ich bin doch jetzt da. Ja, aber vielleicht möchte ja auch die anderen Leute, die der SSO mitspielen, auch mit uns reden, zum Beispiel. Nein, nein, ich bin da, dass die mir alles jetzt sehen. Du hast mich. Oh, hier ist ein Brief. Hast du schon? Nee, aber es stand hier, dass hier irgendwo ein Brief ist. Ach so, ich dachte, du hast schon einen gefunden. Nee. Hier soll irgendwo ein Brief sein. Muss ich mal ich habe eine Freundschaftsanfrage bekommen von Monique. Irgendwo ist hier ein Brief. Oh, wei. Ich stehe in einem Baum oder so. Ich verlasse das Gebiet, ich muss zurück. Tanja, wie lange hast du Zeit? Musst du nochmal schlafen heute oder nicht? Müssen, wollen, tüten. Ja, irgendwann wollte ich auch nochmal pennen, ja. Aber heute Abend, oder? Ja, das sowieso. Also wirst du jetzt noch zwischendurch auch nochmal schlafen gehen, ja? Ja, wahrscheinlich, ja, aber vielleicht auch nicht. Mal gucken. Ich bin mir selber noch nicht sicher. Weil ich wollte eigentlich gleich noch mit dir. Ich verdiene das Brief nicht. Aber das ist ja noch ein bisschen länger, ne? Was wolltest du gleich noch? Ich wollte gleich noch, dann vielleicht noch irgendwie so, Uno streamen oder so. Uno? Ach du Elend. Oder zum Nachmittag hin oder so, weißt du? Ja, können wir nochmal drüber reden. Gerne. Oder Minecraft. War ja auch mal was. Dass man mal das zeigen kann, was wir schon gebaut haben. So, ich stehe jetzt bei Alonso und hier. Oh, toll, ich warte auf dich, weil du auf Briefsuche bist. Achso, ja, ich hab nicht gefunden, hab den aufgegeben, müssen. Alonso gelaufen, sorry. Lea Candlesteel, hi, wie geht's dir? Schön, dass du reinschaust. Heute ist mein Glückstag, weil ich live bin. Nein, warum ist dein... Danke, dass du meine FA angenommen hast. Ah, heute ist mein Glückstag. Nicht jetzt, weil ich deine FA angenommen habe, das ist jetzt nicht der Grund, oder? Wie lange bleibt ihr on? Also ein bisschen noch. Franzi schreibt schon 12 Stunden Screen. Das wäre dann ein spontan 12-Stunden-Stream und zwei hätten wir dann schon fast. Nee, das können wir nicht bringen. Das können wir jetzt nicht machen. Wir können jetzt kein 12-Stunden-Stream machen. Ich hatte eben gerade ganz kurz wirklich den Gedanken. Weil bei dem 12-Stunden-Stream würden wir die ersten Zuschauer erst bekommen, wenn wir aufhören. Weil die dann erst zu Hause sind. Mhm. Ich mach halt 14 Stunden drauf. Ja, genau. Dann kann er auch noch 12 Stunden für 2 Stunden nochmal anfangen. Hä? So, ich mache jetzt gleich mal das erste Rennen hier, wa? Ja, ich auch. Kontrollpunkte. 3, 2, scheiße, ich hab schon 3, 2, 1, ich auch. Okay. Da, wo du 3, 2, 1 gesehen hast, bin ich schon unterwegs gewesen. Ja. Also bei mir gibt's so viel zu einer Stundenmessung, wenn ich 1 Million Aufrufe geknackt hab. Richtig, da bist du ja nicht mehr weit von entfernt. Ich finde keine Kontrollpunkte. WTF. Werden die nicht mehr angezeigt, oder was? Also wie lange wir online sind, Harvin, kann ich jetzt noch nicht sagen, da müssen wir mal gucken. Die haben das alles geändert, jetzt sieht man nicht mehr, wo die sind. Doch, das zeigt sich solche gelben Kreise an, auf der Karte. Ach, die Kreise sind das jetzt, ach ja, richtig, stimmt. Das war vorher nicht so, ne?
Nee, das war vorher nicht. Das war vorher so orange. Flecke. Genau. Haben die es mal schöner gemacht, selbst da, wo du es am Ende wieder abgeben musst, ja? Zeig dir an, als Kreis. Okay. What server are you on Star Stable? We are four. Of a German server. The server number is 4. Strawberry Kingdom. Ich habe einen Brief gefunden. Ich habe jetzt wirklich einen gefunden. Das ist bestimmt der Brief, wo Olivia gesucht hat. Herzlichen Glückwunsch, du hast das bisher beste Resultat heute. Wenn du diesen Rang behältst, bekommst du morgen eine Belohnung. Ey, das muss ich screenshotten. Also ich werde dich nicht einholen, ich bin jetzt schon bei einer Minute 23. Hast du es gehört, Tanja? Ja. Ich hab noch nie das beste Resultat gehabt, ich hatte noch nie die beste Höchstleistung. Okay, wir haben es morgens um 8.36 Uhr innerhalb der Woche, das ist glaube ich nicht schwer. HGW und so, ne? Danke, ne? Ja. Wahrscheinlich hast du es gleich schon geschlagen, wenn du fertig bist. Nein, ich bin jetzt schon bei 1,50. Also ach so, okay. Ich bestimmt nicht Zeit. Olli? Ja? Der Brief, wo du suchst, ist bestimmt da auf diesem Hügel. Na, das sind ja bei jeder Person anders, ne? Ja, aber ich denke, dass er bestimmt auf dem Hügel ist. Ja, guck mal nachher mal. Ich mach erstmal die Rennen hier. Ich muss vor Tanja die ganzen Rennen fertig haben, dass ich überall Platz 1 bin. Kurzzeitig. Weil ich glaube, das sind hier die Rennen, die werden nicht so oft gemacht. Deswegen hatte ich da mal Glück gehabt. So. Luna Schleich. Hi, wie geht's dir? Schön, dass du reinschaust. Auch keine Schule. Und wie sieht's eigentlich bei Lea aus? Lea, how are you? Ich finde es mal lustig, wenn die Person am Ende aber eigentlich Deutsch können und einfach nur meinen, ich rede jetzt Englisch, um zu gucken, ob die Person Englisch kann. Okay. Das hatten wir letztens erst wieder, das Thema. Mhm. Können Sie bei mir vergessen. Eine gefühlte Ewigkeit. Ich habe die Route. Ich bin falsch abgebogen. Okay, das Rennen hat sich erledigt. Seid ihr oft on und ist der Club aktiv? Der Club ist jetzt nicht so wirklich doll aktiv, aber wir sind mindestens einmal die Woche eigentlich online bei SSO. Das letzte Mal waren wir Sonntag online, nee, Samstag. Und halt heute wieder. Sehr viele ja? werden mich verfluchen, dass ich um diese Uhrzeit online bin. Ich sehe gerade, wie du reitest. Oh mein Gott. Wer, ich? Ja, du. Ich reite gut. Nein. Komm doch online und mach's besser. Dass du rechts reitest du links lang. Ja, das ist mir dann auch aufgefallen. Ich mach das Rennen zu selten. Ja, in der Gegend ist man eigentlich auch gar nicht mehr so viel, ne? Aber jetzt bin ich richtig geritten. Ja, sieht beim Stream noch nicht. Übrigens, da du gerade so frech bist, ne? Liebe Franzi, ich war heute Morgen schon bei Meckes. Ja, ich hab doch reingeschrieben, unsere Freundschaft ist hiermit beendet. Hast du reingeschrieben? Aber ich rede nicht darüber, was ich mir bestellt habe jetzt gerade, ne? Aber ich kann's wenn dir gerne das sagen. Wenn du tust, kannst du dir jemand Neues suchen, der dir Sachen zeichnet und aufpasst und Termine macht und. Du machst Termine? Ja, habe ich noch damals mit, wie hießen die, der Typ, der nach Berlin wollte, dich besuchen. Also er war in Berlin, wollte ich aber besuchen. Hat er mich angeschrieben und ich soll es dir ausrichten. Ach ja, okay. Die Kriterien gefühlt. Ja, richtig. Da hast du recht. Ich lese ich gerne auch gleich wieder den Chat, wenn ich das Rennen zu Ende habe irgendwann. Soll ich es vorlesen? Wenn du kannst. Luna hat geschrieben... Nee, habe eigentlich Schule, aber bin krank und bin seit einer Woche zu Hause. Ah, okay. Oh je. Ja, gute Besserung. Genau. Und Markus hat geschrieben, so bin wieder mal weg. Macht weiter so, ihr seid super. Vielleicht sieht man sich mal bei meinen Streams oder auf meinem Kanal in YouTube bis später wieder. Ja, genau. Ich schaue da auf jeden Fall dann am Samstag. Wie gesagt, da machen wir ja generell YouTube-Glutschen. So nennen wir das. YouTube-Kanäle glutschen. Ich nicht. Herzlichen Glückwunsch, du hast das bisher beste Resultat heute, wenn du diesen Rang... ich bin schon wieder so gut. Ich mach grad das vierte Mal dieses Rennen jetzt. Ich hab die Faxen gleich dick.
Olli, ich glaube, das kommt dadurch von, dass in dieser, in diesem Gebiet, wo du gerade bist, keine Sau ist. Nichts mehr los ist. Also nee, nichts mehr los ist, stimmt nicht so wirklich. Das ist einfach nur die falsche Uhrzeit, ne? Wer hat beides, glaube ich. So, und das nächste Rennen, wo ich die beste Zeit machen werde. Seid ihr oft und ach du, die Nacht hatten wir schon. Ja, Luna, also auf jeden Fall, wie gesagt, dir gute Besserung. Ja. Ich werde hoffen. Ich will sagen, dass die Bank schon wieder von mir will. Ich werde nicht sagen, wir haben gerade 8 Zuschauer, ne? 10. 10? Ja, 9, 10, ja, so. 19, ah. Nein, eben was 10 ist, ist es 9 und in Facebook sind es 24. Ja, und das dafür, dass es eine komplett komische Uhrzeit ist, ne? Wo eigentlich alle in der Schule sind. Was alles nur aus einer Laune heraus passieren kann, ne? Ja, richtig. Wir haben gestartet, heute Morgen, da waren es ja durchgehend nur 1-2 Zuschauer, ne? Okay. Mein Pferd macht was. Ist für... Und es bleibt jetzt stehen. Warum bleibt das Pferd stehen? Wisst ihr, was ich brauche? Ist klar. Ich muss sie mal mieten, dafür bezahle ich wahrscheinlich ein paar tausend Euro. Ich möchte, dass Frank Buschmann, ja, Kommentator ist von meinen Rennen, die ich mache. Okay. Ich würde dir sagen, ich bekomme hier den Renner, aber das ist eine zeitverzögerte nichts. Ja, dann müsste ich noch beim Mixer gleichzeitig live sein, weil da haben wir ja 0 Sekunden Zeitverzögerung. Yay, ich hab's geschafft. Und ich habe das beste Resultat. Ich habe nichts gesagt. Du hast meinen Rekord geknackt. Mimimi. 1,57 hab ich. Aber ich find's schade, dass die Highscore-Listen nicht mehr so richtig angezeigt werden, ne? Ja. Südliches Nebelfall Waldrennen kommt jetzt, ne? Olli, soll ich immer noch den Chat vorlesen? Wenn du möchtest, weil ich bin ja im Rennen. Okay, Zoe hat geschrieben, sie hat Ferien. So, hab Ferien. Und ich bin, jetzt hab ich mich verritten. Ey. Das schaff ich nicht mehr, nee. Gleich nochmal. Zoe Graf, hi, schön, dass du reinschaust. Wie geht's dir? Also, wie geht's euch allen eigentlich, hab ich dich schon mal gefragt. Außer die Leute, die krank sind, Ja, ich bin krank. Hilfe! Und Luna, natürlich darf man bei uns mitreiten und wir sind auf Server 4 derzeit. Hab ich hier schon geschrieben. Okay, ich muss auch nochmal anfangen. Aldi, du hast dein Logo vergessen. Ja, weißt du, wie spontan das heute war mit dem Stream? Ich blende mal das Logo ein, Moment. Ja, bitte nicht so fett wie Ebe. Gestern oder wann es war, vorgestern. Nein, ich mache ein ganz kleines Logo, okay? Pass auf, jetzt sieht man gar nichts mehr vom Bild. Ja, das Ding war fetter als seine Kamera. Das hat nur so fast die Hälfte gefühlt von diesem Bild eingenommen. Oha. Gefühlt. Sie übertreibt ein bisschen. Ja, ein wenig. Aber ich kann nichts dafür, weil sie hat mir das Logo so groß gemacht. Du kannst es doch kleiner ziehen. Geht nicht. Doch. Man kann in OBS alles hier ziehen, wie man will. Warte. Du musst es nur wollen. Warte, das teste ich gleich mal. Hast Olli. Du die Rennen jetzt durch, Olli? Nein, hat er nicht. So, dass ihr wisst, auf welchem Server wir sind. Dann machen wir nochmal weiter. Oh nein. Ne, ich hab das gerade noch nicht durch. Olli, dein Stream hängt. Doch, nicht. Okay. Das täuscht. Ja, mir geht es gut. Das ist doch schön. Muss kurz mal off. Kann gleich. Gleich wiederkommen. Achso. Okay. Also mitreden darf man natürlich mit reiten, hast du geschrieben. Mitreden darf man aber auch, wollte ich sagen. So, was lachst du denn? Du bist so eine Drecksau. Oh, eine Beleidigung im Stream. Bonnie, hüpf. Heb die Füße an. Aber jetzt, Franzi, jetzt kann aber niemand mehr sagen, dass er nicht weiß, auf welchem Server wir live sind. Olli, du bist doch so ein Depp. Kann ich sogar ohne Brille bestimmt gehen. Obwohl du sehr viel Dioptrien hast, ne? Das ist gemacht, werden, Olli ist größer. Okay, komm mal hin. Aha, alles klar. Challenge. Ich finde die Linie nicht mal, wo ich weiterreiten muss. Das ist Olli. Oh, ich bin schon wieder falsch geritten, weil ich den Weg nicht finde. Ich habe ein bisschen Wegprobleme, ne? Aber ich habe einen Brief gefunden. Ich gehe jetzt auf OK und nicht auf Neu. Ja, Tanja.
Da vorne sind Briefe. Ich habe Briefe gefunden. Tanja. Hallo. Tanja, die Briefe waren woanders. Hallo. Nicht Tanja, Franzi. Ja, was? Ich war gerade einen Brief hier auch einsammeln. Was mit Brief? Ich habe den jetzt zuhören können. Ich habe gerade den Brief gefunden und der war ganz woanders. So. Bin ich gerade im Rennen mache? Okay. Nee, ich hab das Rennen wieder mal verkackt. Du kennst mich doch. Das kann ich gesehen. Deshalb rennst du denn lang? So. Facebook-Chat? Hast du schon Marco vorgelesen oder ich ihn vorlese? Facebook bin ich eigentlich ganz Moin Marco! Kids in der Schule, Haushalt durch für heute und nun Frühstück. Ja, dann einen guten Hunger. Ich esse nachher auch noch Frühstück, weil von zwei McMuffins bei Mc's wird man nicht satt. Mahlverzeitung. Rutsch! Wie findet ihr den alten Friesen? Hässlich. Ich müsste den mir jetzt tatsächlich nochmal neu anschauen. Ich habe gerade gar kein Bild vor Augen. Tanne, wie findest du den? Was? Ich habe mich gerade ausgeklinkt. Bitte, was finde ich wie? Den alten Friesen. Hässlich. Es geht. Gibt schönere Pferde, sagen wir es mal so. Ja, ich bin generell nicht so der. Also bei SSO nicht so der Friesen-Fan. Ja, in echt sehen sie viel besser aus. Ja! Irgendwann muss so Friese haben oder so drauf breite. Oh. Generell, die Barockpferde sind eigentlich schön. Ja. Ich habe ein Problem, ich kann den Brief nicht abgeben, weil mein Inventar voll ist. Nein. Ja. Obwohl ich einen Platz noch habe, ne? Ja, aber du kriegst meistens zwei Items bei diesen Quests-Gedöns. Ja, warte, ich glaube, ich habe das Problem nicht gelöst. Auch. Ja. Ja, ich habe ein Herz bekommen. Wie man so wie bei Olli so ein Inventar haben kann. Ja, das ist alles, was ich brauche. I'm going to subscribe to your YouTube account. Thank you. Ich glaube, dass die Briefe fast bei jedem anders sind. Ja, habe ich auch das Gefühl. Du brauchst zum Beispiel deinen Vogel nicht. Du hast du Kleidung en masse im Inventar, die brauchst du bestimmt auch nicht. Was hast du am Anfang gesagt? Was brauche ich nicht? Den Vogel. Ich habe einen Möwe. Vogel? Ja, die Möwe ist in deinem Inventar drin, Opa. Warum fliegt die nicht? Stelle, glaube. Weil du es nicht ausgestattet hast. Du musst die in die Satteltasche packen. Wenn ich eine hätte. Oh. Die ist irgendwo im Stall. Lalalalalala. Ein ganzes Inventar voll, aber keine Satteltasche. Tanja? Ich hier? Stell dir Olli sein Inventar vor. Ich weiß, ich kenne das. Auf seinem Desktop. So sieht er ein bisschen nämlich auch aus. Echt? Oh. Ja. Ich dachte, ich bin schon gut dabei mit meinen ganzen, Also es ist echt mal auf seinem PC, da bin ich ausgerastet, wie es so aussieht. Okay. Ich habe nämlich alles auf meinem PC sortiert, der ist blitzblank. Okay. Ja, wenn du irgendwas speicherst, ja, wenn du irgendwas runterlädst, mach ich es meistens auf dem Desktop, weil ich es am schnellsten finde. Richtig, das mache ich auch. Und dann bleibt es manchmal da. Richtig. Du bist ja ganze Aston Plus Videos. Rüstus. Ich falle! Ich häng schon wieder, das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein. Kurz AFK. Ja, das dauert eh noch ein bisschen mit meinem Rennen hier. Alle guten Dinge sind 5. So. Ja, das sind eigentlich 3. Hat. Bei dir vielleicht. McMuffin, oh nee. Lieber klassisch zwei Brötchen, aber Geschmäcker sind da verschieden. Also, sagen wir es mal so, ich finde tatsächlich. Das sind, glaube ich, wieder mehr die Gewürze, ne? Bei den McMuffin. Das ist ja wirklich so, gibt da also die schicken Muffin-Dinger und die normalen halt, ne? Und ich finde halt von dem Ei, was da mit drauf ist, finde ich das ich finde das halt richtig gut gewürzt irgendwie. Wahrscheinlich ist das total ungesund, so wie wir es da machen, aber. Und jetzt habe ich übrigens das Gefühl, dass ich jetzt die Runde schaffe. Ich habe dann ein sehr gutes Gefühl, dass es jetzt klappt. Ich finde schade, dass die, ist zum Beispiel hier jetzt wie in Köln. Dass die sind hier im Flughafen mit drin.
wieso bietet die erst ab 10 Uhr Frühstück an? Es gibt so viele, die die Nacht geflohen sind und wollen jetzt was Warmes essen, so Hamburger oder sowas. Meinst du jetzt hier generell das Frühstücksmenü? Weil das bieten wir ja eigentlich schon morgens um 5 oder um 6 an, bis um 10:30 oder so, ne? Ja, bis 10 Uhr haben die Frühstück. Und ich verstehe halt nicht, wie man im Flughafen halt es noch inhalten kann, als dass man sagt, ja, hier sind Fluggäste, die fliegen so 16 Stunden lang und sind froh dann, wenn sie warme Burger wollen. Also die wollen dann... Ja, die gibt's ja beim Frühstück genauso. Nein. Natürlich, McMuffin ist ja auch nur Burger. Ja, aber okay, richtig, ja, so Big Mac oder so. Ja, nee, okay, solche großen nicht, das stimmt schon. Wenn ich halt, schade, dass es halt... Ey, das kann doch nicht sein, dass ich jetzt hier festhänge. Ey, das Rennen macht mich verrückt, ne? Das kann doch nicht so scheiße schwer sein hier. Olli, beruhig dich, du wirst es jetzt schaffen. Du wirst das Rennen jetzt nochmal starten. Und dann ohne Fehler durchreiten. Und dann wirst du auch automatisch wieder eine Bestzeit haben, Olli. Das schaffst du. Außerdem ist mein Pferd mit diesem Rennen wahrscheinlich dann Level 13. So. Franzi, du hast ja SSO nicht mehr, ne? Auf PC. Ja, klar. Ja, so auf dem PC. Ich habe aber noch gefühlt 20, 25 Jahre noch Spiele vom PC. Nur ich spiele halt das nicht. Ja, ich muss heute mal Steam aufräumen und mal gucken, welche Spiele habe ich länger nicht gespielt. Weil alleine Bus-Simulator 2018 habe ich auch noch drauf. Aber das habe ich schon so lange nicht mehr gespielt und werde ich wahrscheinlich auch nicht mehr spielen, dass ich es mir eigentlich auch wieder runterlöschen kann. Das ist alles nur Speicher, was verbraucht wird. Ja, nach dem Stream werde ich erstmal UNO schneiden und nachher noch UNO hochladen. Das heißt, wenn wir nachher wirklich noch UNO machen sollten, würde ich vorschlagen, nehmen wir es auf, wa? Die kannst du auch mal wieder aufnehmen, Franzi. Oder nur du nimmst auf. Ja, aber Gott sei Dank wollte ich nicht nur das aufnehmen irgendwie. Ja, nee, weil ich habe ja letztens aufgenommen, dann nimmst nur du das auf. Ja, alles okay. Ah, hast du. Ups, was ist da lang? War halt noch gar nicht in WhatsApp. Hast du das gestern mitgekriegt? Ich habe gestern doch noch mit dir geredet und mein Schneidprogramm hat doch. Ja, das mit dem, dass er nicht runterfahren wollte, wa? Ja, das habe ich nur eingestellt, dann PC runterfahren. Weiß ich, okay, gehe schnell ins Bad, putze Zähne. Wenn ich wiederkomme, ist er hoffentlich runtergefahren. Nein, war er nicht. Er stand, er wird in 0 Sekunden runtergefahren, aber es hat sich nicht mehr geregt, hat sich anscheinend dann aufgehangen. Ja, ist ja weiter? Dann habe ich ihn dann manuell halt runterfahren lassen, habe den auf herunterfahren gedrückt. Er hat das blaue Bildschirm angezeigt und dann hat so gesagt, herunterfahren. Oder wird heruntergefahren, keine Ahnung, was ist, das steht. Bin dann zu Kevin ins Bett, hab mich hingelegt und auf Emo zeigt er komplett wieder den normalen Bildschirm an und fahrt da drunter. Bin ich nochmal aufgestanden. Er hat mich dann aufgeregt. 3 Versuche, ihn runterzufahren. Was ich dazu sagen wollte. Ja. Ich hatte das gleiche Problem. Ich wollte den PC gestern Abend runterfahren, wo ich ins Bett gehen wollte. Der ist nicht runtergefahren. Der war zwar aus, also ich habe nichts mehr gesehen, aber der Rechner lief noch. Also der ist nicht komplett auf Null runtergefahren, weißt du? Ja, das hat er bei mir sehr lange gebraucht, bis der da runter ist. So, wo ist das Tanja hin? AFK, vielleicht aufs Klo oder so. Oh, wir haben eine volle Gruppe, sehe ich gerade. So, seid ihr eigentlich noch bei YouTube live, sag ich schon. Bach, weil ihr schreibt gerade gar nicht mehr so wirklich, ne? Ich gucke dir zu und nach ist nicht kaputt, wie du abfällst. Und ich bin am überlegen, ob ich mir jetzt ganz kurz solche Hörnchen hole, weißt du? Ich habe auch solche Hörnchenschuppen gefüllt. Dass ich irgendwas im Magen habe, ich habe jetzt gerade so ein bisschen Hunger. Ich mach das auch noch kurz. Ich bin gleich wieder da, ja? Ja, solange mache ich deine Vertretung. Achso, du kannst ja weiterreden, sonst hatte ich jetzt die Musik lauter gemacht. Dann rede mal weiter, ne? Bis gleich. La 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 la.
Okay, dann bin ich hier nicht die einzige, die es hier alleine hockt. Hallo. Hallo. Harvin, ich muss auf. Oh, schade. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Kannst ja, wenn du Lust und Laune hast, uns abonnieren, dann findest du uns auch wieder. Wenn wir wieder mal live sind irgendwann. Und irgendwann ist wahrscheinlich heute Nachmittag. Wahrscheinlich mit einem anderen Spiel. Also ich wollte eventuell Minecraft heute noch machen. Irgendwas Bestimmtes bei Minecraft? Gemischt. Bin in Minecraft und live dabei. Bin in Minecraft. Sorry, bin in Starcraft und live dabei. Hallo. Juna, ich seh dich schon. Ja. Schön, dass du dabei bist. Hm? Hä? Was? Nix. Achso. Guten Appetit. Habe euch dich abonniert und Glocke am. Ja, vielen Dank dafür, habe nur bis zum nächsten Mal. Du kannst gleich weitermachen. Ich muss sagen, wir können gleich weitermachen. Okay. Da ist meine Maus. So, was wäre das nächste drin? Hier glaube ich gar nichts mehr, oder? Nee. Keine Ahnung. Schuhe an? Du hast bunte Schuhe an. Ja. Ich? Ja, du. Grüne. Mann, sind die hässlich. Ja. Mit vollem Mund reden ist ein bisschen doof. Richtig. Wir reiten erstmal los. Ja. Ich reite dir mal hinterher. Habe ich noch Halloween-Pulver oder so? Wo ist denn der Ausgang? Hier, ne? Ja, das ist der Eingang, aber es ist okay. Ach so, wir wenden mal. Ja, wir hatten jetzt links rum müssen, ne? Ja. Hier schon? Ja. Ja, genau. Dann kommt irgendwann so ein Tunnel. Genau. Ach, jetzt bin ich falsch. Hier ist Wasser. Ja, ja. Guten Hunger von Marco. Danke. Bommel 2009, hi, wie geht's dir? Schön, dass du reinschaust. Ah. Dann ist aber das ja der richtige Weg hier. Ja, hier ist der richtige Weg. Das sieht gut aus. Glaube ich. Durchforsten die Gegend. Wir können uns aber auch einfach abholen lassen. Ach nee, dann bist du in Südhof, ne? Ja. Stimmt. Obwohl, wir könnten auch in Südhof die Rennen machen. Mach mal die Rennen in Südhof. Ja, wollen wir? Nee, ich nicht. Ich glaube, ich lock mich jetzt langsam aus. Wie jetzt? Oder? Was wollen wir denn noch machen jetzt? Na, Rennen, ne? Aber ich glaube, wir laufen schon wieder falsch. Echt? Weiß ich nicht, ich muss so kurz auf die große. Wo sind wir? Weiß ich nicht. Ich bin in. Nee, doch. Moorland? Ich glaube, wir sind falsch. Ich bin im Moorland, ich bin richtig. Ich glaube, der Weg endet hier. Ja. Obwohl, nee, ich komme hier durch. Das heißt, du möchtest aufhören? Ja, ich habe jetzt gerade irgendwie gar keinen Bock mehr, so. Irgendwie. Gerade. Sarkasse, der Weg ist zu Ende. Ich komme den Berg nicht hoch. Dann mache ich noch einen Südhof die Rennen. Tatsächlich. So, falls ihr mich sucht, ich bin im Südhof. Nee, ich war doch nicht richtig, Bommel. Da war der Weg zu Ende. Nicht gut. Und dir? Was denn los? Warum geht's denn nicht gut? Ja, ich dachte, dass ich richtig bin, aber hast du gesehen. Ein Navi am Pferdchen wäre hilfreich. Da hast du recht, Marco, das sehe ich genauso. Aber ich mache jetzt noch, wie gesagt, ich mache jetzt noch die Südhofrennen.
Und dann gehe ich gleich wieder mit Tanja und mit Franzi live. So, gut. Tanja, gehst du jetzt auch gleich offline, oder? Nee, ich denke noch nicht. Du hast keine Lust mehr auf SSO. Genau, irgendwie gerade so nicht so. Ich werde jetzt, ich habe noch eine Maschine Wäsche am Start. Bin am Waschen. Bommel 2009 schreibt auch, der Weg wurde geändert. Ja, das fand ich auch. Ich war auf den richtigen Weg und auf einmal ist der... Ist der Berg, Tanja, du kannst doch auch den Weg, wo du unten durchreitest, durch den Tunnel, dann kommst du doch irgendwann Richtung Flugwurf da raus, ne? Ja, ja. Der Weg ist zu. Ja, habe ich gerade festgestellt, ja. Der Berg ist zugeschüttet irgendwie, keine Ahnung. Ich weiß nur nicht, ob das der richtige Aus- oder Eingang war, deswegen habe ich mich dann abholen lassen, habe gedacht, leck mich an die Füße. Mhm. Und jetzt reite ich gerade zu deiner Linken und du merkst das nicht, aber ist okay. Du bist doch in Moorland. Ja, bin ich ja auch. So geistig und so. Aber stell dir vor, auch im Moorland haben sie solche rosanen Anhänger. Ach so. Olli? Mhm. Markus schreibt, wann streamt ihr den Euro-Truck-Beater? Findet es interessant für mich? Auf jeden Fall innerhalb dieser Woche wieder. Ich wollte es gerade sagen, bestimmt noch in der Woche. Denn wie gesagt, ich habe Urlaub. 10.000 Kilometer Challenge. Aber ich sag da keine festen Termine mehr, wann ich was streame. Weil es schon sehr oft vorkam, dass ich es da nicht einhalten kann. Und das ist ein bisschen doof. So. Selbst das mit SSO jetzt hier gerade, das war ja auch extrem spontan. Bist du schon losgeritten? Ja. LOL. Und, sorry. und selbst das war, also wie gesagt, es war spontan eigentlich nur aus dem Grund, weil ich von Uli ein Snapchat bekommen habe. Und ich da gesehen habe, oh, die sind bei SSO online. Wie jeden Morgen. Ja, dann dachte ich mir so, okay. Naja, aber Uli hat ja nicht jeden Morgen Urlaub. Ja, ich könnte das theoretisch auch bei einer Spätschicht durchziehen, ne? Stimmt. Aber... Ist nicht empfehlenswert. Ja, richtig. Das war der andere Weg. Er hetzt da... Was? Er hetzt da, wo du es erstens lang geritten bist. Das war der richtige... Keine Ahnung. Ich war auf... Ja. Irgendwas haben die da geändert, glaube ich. Das sah vorher nicht so aus. Ich finde, die Ecke ist sowieso ziemlich undurchsichtig. Mag sein, dass ich dich da auf eine falsche Fährte geführt habe. Ich habe keine Ahnung. Ich steig die Ecke auch nicht da so durch. So, Ziel erreicht. Ja, hier Pferd hat Level 13. Machst du nur ein Rennen? Ich mach hier immer beide. Ich mach auch beide. Nee, aber Ziel erreicht meinte ich mit, dass mein Pferd Level 13 hat. Ach so. Das heißt, ich habe das Weihnachtspferd bald ausgelevelt, ne? Wir haben Februar. Wow, das ging jetzt aber mal richtig. Ja, man muss einfach nur durchziehen, ne? Genau. Ich hasse dieses Rennen. Ist es hier nicht mal irgendwo ab einem gewissen Zeitpunkt dunkel geworden? Keine Ahnung. Ja doch, wenn man hier an den Bäumen war, war es schon mal dunkel, ne? Ja, so ganz hell ist es jetzt hier, finde ich, auch nicht gerade. Ja, aber es war doch mal ganz dunkel, wo du kaum was gesehen hast, glaube ich. Ich glaube, das verwechselst du mit einem anderen Rennen. Dieses mit dem Apfel? War das nicht in Siethof bei den Bäumen? Bei dem Baum, das ist hier so. Ich weiß es nicht. Ich bin der beste Reiter. Aber wahrscheinlich nicht auf Pferden. Wenn ich jetzt hier sehe, wie ich mich hier anstelle. Ich schweig. So. Hier noch. Bin gleich im Ziel. Also mein Auto macht nicht so viel Mucken, ne? Also da klappt's besser als mit dem Pferd hier. Aber ich bin jetzt auch im Ziel.
So, ich hatte das Weihnachtspferd auch mal, aber meine Cousine war auf meinem Account und war so schlau und hat es verkauft. Luna und ich drehen uns zeitgleich um. Aha, man kann Pferde verkaufen. Ja, kann man, kriegt aber nur Starcoins. Nee, keine Starcoins. Nur Starcoins, ist doch gut. Nee, nur Münzen. Schillinge, Jorvik-Schillinge. Also ich mag deine Cousine nicht, Luna, wollte ich bloß mal kurz erwähnt haben. Deswegen gibt man seine Account-Daten nicht weiter. Ja, aber ich würde es auch weitergeben, wenn ich wüsste, ich kann jetzt eine Zeit lang nicht online kommen und irgendwann kümmert sich um die Pferde und so weiter. Ja, aber... Ich weiß, wie ich es meine. Ja. So, dann laufe ich jetzt zum Stall, räume mein Inventar auf. Bommel! Aber wie hast du es eigentlich geschafft? Doch, da war es viel, viel dunkler beim Baum. Ja, finde ich auch. Ne? Sehe ich genauso, Bommel. Bommel, meine doofe Frage. Folgst du uns eigentlich schon bei Twitch? Weil wir sind bei Twitch sowas von schlecht. Ja, wir haben gesagt, wir kriegen nie Zuschauer. Ja, weil, ich weiß nicht, Twitch kommt irgendwie von allen Plattformen. Also bei Facebook ist viel mehr los, bei YouTube ist viel mehr los, bei Facebook haben wir jetzt noch 15 Zuschauer, manchmal haben wir da sogar über 300, ja. Bei YouTube, ja, da pendelt sich das so zwischen 10 und 30 so immer so ein bisschen ein und immer drauf an. Die Wildpferde. Ja, und Twitch ist wirklich so ein Kanal, da ist eigentlich durchgehend nie was, ja. Also mal ein Zuschauer, ich hatte schon sehr oft Streams, wo gar nichts war. Ah, das ist so der kleine Vorteil, dass ich jetzt hier auf mehreren Kanälen gleichzeitig live bin. Fiona, komme jetzt wieder. Fiona, wir hören jetzt eigentlich schon auf. Ne? Also, wenn ihr kommen wollt, könnt ihr gerne ins TS kommen, weil wir sind auf jeden Fall noch eine Weile da und dann können wir noch eine quatschen, falls ihr Lust drauf habt. Und vielleicht habt ihr noch andere Spiele wie Minecraft oder Uno und was ich was alles, was wir wahrscheinlich nachher noch spielen werden. Also Minecraft würde ich auf jeden Fall machen. Spommel schreibt, ich abonniere gleich auf YouTube. Ja, kannst du auch gerne tun, bei YouTube heißt man auf jeden Fall Klarsichtfolie. Also ohne den LP, wie bei Twitch. Vielen Dank schon mal jetzt im Voraus dafür. Aber du kannst uns auch gerne auf Twitch folgen, wenn du möchtest. Falls du noch nicht tust. Ah, hier ist der Stall. Naja, du hättest dich ja jetzt nun wirklich auch abholen lassen können. Ja, wenn ich schon in Südhof bin, kann ich ja auch... was macht denn eigentlich mein kleines Pferdchen? Was ist eigentlich mit dem kleinen Pferd passiert? Ich weiß es gar nicht mehr, das ist so lange her. Ich auch nicht. War da das Fohle, wo ich aufziehen möchte? Ja, richtig. Ist wieder die freie Wildbahn, glaube ich. Ich weiß es gar nicht mehr. Gibt's da vorne noch Quest? Ja, weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Ne, hier ist nichts bei einer Tafel. Schade eigentlich, ne? Also müsstest du aufpäppeln und dann das danach geht. Kam, glaube ich, die Mutter vorbei und hat es mitgenommen. Ah ja, also, richtig. Stimmt, da war was. Wollen wir noch ein Fotochen machen? Du willst? Ja, guck mal da vorne, das sieht doch gut aus. Hier bei dem Urpferd. Ach, das gehört jemandem. Ach, das... Das gehört dir, Madison. Hallo Madison, wir nutzen mal kurz dein Urpferd. Ich finde dein Urpferd schön. Ach, wir sich hier einfach mal alle das zugesellen. Ja, wenn du sagst Foto machen, klar. Ach, guck mal, die Madison ist auch mit drauf. Die Kleine. So. Bitte lächeln. Ja, gucken ein bisschen komisch, aber passt schon. Wir machen es mal ein bisschen heller. Noch ein SSO-Logo klatschen wir einfach mal auf die eine Seite. Machen wir mehrere Fotos. Olli hat noch seine Weihnachtsstreifen überall dran am Pferd. Ist doch bald Weihnachten. Ja. Nein. Ah, das hier hat was.
Unsere Ärsche müssen auch wieder drauf. So, diese Fotos findet ihr übrigens innerhalb der nächsten 24 Monate auf Instagram. Da werden die nämlich regelmäßig gepostet. Also regelmäßig, ja, wie schon gesagt, 24 Monate. So, dann würde ich mal sagen, dann war es das tatsächlich mal mit SSO. Tanja winkt schon. Wir sind jetzt noch im TS, falls ihr Lust drauf habt. Mal sagen wollt. Und habe auf Freund hinzufügen bei Twitch gedrückt. Ja, dann gucke ich da mal gleich. Bommel 2009. Bommel 2009 klingt so, als ob die Person gerade 8 oder 9 Jahre alt ist, ne? Durch das 2009. Ja, gut, okay. Ich würde sagen, wir gehen dann mal so langsam. Euch ja. Noch einen schönen Montag. Ihr seid eh alle zu Hause, jetzt zumindest zuschauen. von daher passt das da ganz gut. Oh, ich habe noch eine Freundschaftsanfrage bekommen von Luna. So, angenommen. SSO kommt auf jeden Fall auch nochmal innerhalb dieser Woche. Mal gucken, wann, kann ich euch nicht genau sagen. Aber wenn, wahrscheinlich sogar zum Nachmittag hin. Ja. Bobble schreibt noch, ich bin 11. Lange Geschichte wegen 2009. Ach so, okay, ja gut. Gehen wir mal nicht weiter drauf ein. Euch noch einen schönen Tag. Vielleicht bis später. Bis dann. Tschö. Ciao.